Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Heavy Magic Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob man auf YouTube einschaltet. Ja doch, also man schaltet zumindest sein Handy Man oder seinen schaltet Computer seinen an. Fernseher ein oder so, aber man... Heutzutage, Jugend von heute, schaltet ihr Handy doch niemals aus. Okay, gut. Jetzt klinge ich wieder Gut, dass als wir das geklärt haben. Opa auf der Bank auf seiner Veranda, der über die Jugend mault. Du kennst So ja will ich mal enden. unsere Fanbase nicht. Vielleicht ist das ja auch alles alte Opas, die über Unsere die Jugend Fanbase maulen. ist nicht die Jugend von heute, dafür sind wir nicht hip genug. Das stimmt allerdings. Und unsere Themen sind auch nicht hip genug. Auch richtig. Jetzt haben wir auch Hallo jeden zu unserem abgeschreckt, Podcast der. mal über Schminken und Mode und Fußball. Das hätte noch, keine Ahnung. So, unser Ich weiß Thema, nicht. Jay. Unser Thema heute. Wir haben ja heute die große Ehre, zum ersten Mal ein Thema zu haben, das von einem unserer Fans vorgeschlagen wurde. Herzlichen Dank dafür. Wie ihr bestimmt schon am Thumbnail und am Titel? Titel erkannt habt, danke dir, geht es heute um ein sehr zentrales Thema, zumindest im Heavy Metal, aber auch, wie wir bestimmt gleich noch ausgehend erörtern werden, in Magic the Gathering. Es geht um Bier oder Alkohol im oder Allgemeinen. Alkohol generell. Ich denke mal, wir werden uns ein bisschen Fokus auf Bier. Bier spezifizieren, weil das ja auch die Anfrage war. Genau, ich wollte nochmal vielen Dank sagen für den Themenvorschlag. Falls ihr Themenvorschläge habt oder sagt, das ist so cool, macht noch eine zweite Episode davon oder was weiß ich, schreibt das dann einfach in die Kommentare. Und Diego, ich würde sagen, wir können anfangen mit unserer Random-Karte. Wer nicht weiß, was es ist, der sollte sich unbedingt die anderen Folgen anschauen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Wir gehen auf Scryfall, das ist ein Google für Magic the Gathering, geben da über die Random-Karte oder die Auf-Gut-Glück-Funktion, wie sie bei Google heißt, eine zufällige Karte aus. Gibt die Funktion bei Google? Ja, die steht unter der Suchleiste oder zumindest gab es sie eine ziemlich ich lange habe Zeit. Irgendwann mal gelesen, dass so viel Prozent des Internets durch Pornografie ausgefüllt ist. Müsste man dann nicht immer per Zufall da hinkommen? Also, nein, weil Google so einen Sicherheitsalgorithmus hat, der das sinnvoll. Ausfiltert. Ja. Ich glaube, da haben sie schon dran gedacht. Was weiß ich denn? Ja, gute Frage. Gut. Wir lassen uns eine zufällige Karte ausgeben und genau, sehen dann, was es ist, schauen, ob wir es in Relation setzen können mit Heavy Metal, mit bestimmten Alben, mit bestimmten Bands, bestimmten Stilrichtungen und erklären euch natürlich alles dazu. Und bei Diego hat es schon geladen, bei mir noch nicht ganz. Baron Zengir. Wieder mal eine schwarze Karte, um zu unseren Wurzeln zurückzukommen. 5 schwarz, schwarz, schwarz. Legendary Creature Vampire Noble. 5/5. Flying. Whenever a creature dealt damage by Baron Zengir, the turn dies. Put a +2/+2 counter on Baron Zengir. Und bekommen regenerate another target vampire. Beast. Defile. The source of all my pain. Ishan's Shade. Artwork ist von Peter Venters. Jetzt sagst du. Kleine Anekdote dazu. Wir haben bei uns früher der Zengir Vampire, der scheinbar, also das kapiere ich jetzt erst, der scheinbar ein Untergebener von dem ist. War bei uns früher, der einen ähnlichen Effekt hat. Immer wenn was stirbt, dem er Schaden gemacht hat, kriegt man eine 1-1-Marke drauf. Eine Vampir-Clan und das der Anführer. Es gibt auch eine Großmutter Zengir und so. Ah, okay. Der war auf jeden Fall extrem busted. Ja. Eine der stärksten Karten, die wir damals Vampire, hatten. Senge Vampire und war so ungefähr auf einer Ebene von Zero Angel. Und ja. War früher mal eine der stärksten Kreaturen im Spiel. Das war die 5-Maler Flyer mit zynischen Effekt, waren damals interessant. Mhm. So. Okay, jetzt aber über Baron Zengir. Eine sehr beliebte Karte für Magic Lore und so, weil er ziemlich wichtig ist. Und weil er auf der Reserve-List ist, konnte er nie in Paper reprinted werden. Aber es wurde angekündigt, dass das einer der populären Charaktere ist, die bald eine neue legendäre Version kriegen. Und ich bin bereit zu wetten, dass das in Commander Legends, dem Commander Draft Set, ist. Bald Commander ist natürlich ein gutes Set, um. Genau. Ich sage da. Also, neuer Baron Zengir mit neuen Effekten, der wahrscheinlich hoffentlich spielbarer ist als der. Der ist zwar cool und flavorvoll, aber nicht wirklich competitive. Mit 8 Manern.
Ein 5-5 Flyer. Eine sehr coole Karte. Das heißt, in ein paar Monaten, zum Zeitpunkt des Aufnehmens, ja, gab es noch keine Spoiler dazu. Zu, wie heißt es denn jetzt wieder? Commander Legends. Commander Legends, ja. Aber in ein paar Monaten können wir sehen, ob ich recht hatte. Alles klar, wir sind gespannt darauf. aber jetzt, wo wir noch nicht in ein paar Monaten sind, was fällt uns dann dazu ein, wie wir die Karte einordnen können? Also erstmal zum Artwork. Das ist ziemlich interessant, weil es ja schräg gestellt ist. Das, ich glaube, darauf hinweisen soll, dass er fliegt oder so. Ich glaube, sicher. Vielleicht hat das so ein bisschen diese Art von Perspektive, dass jemand sozusagen vor ihm auf dem Boden liegt und ihn von unten anschaut. Und aber so, warum also dreht er den Kopf, legt den Kopf dabei gerade schief? Ausgenockt wird. Das ist ja oft so in Filmen, wenn die Kamera, wenn man umfällt, dann wird die Kamera auch so schief. Okay, das ist aber ein sehr billiges Stil. Also es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im Film ist das in meiner Meinung fast so schlimm, wie wenn man Blutspritzer auf der Kamera hat. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Das stimmt, das ist auch ein bisschen. Nein, nein, ich finde, Blutspritzer sind nochmal schlimmer, weil auf der Kamera, weil die halt wirklich zeigen, dass da eine Kamera dazwischen ist, ne? Und nicht. Ja, aber es soll ja. Ich weiß nicht genau, was man damit bewirken will, dass du in der Szene bist oder so, aber mich reicht das immer voll aus der Handlung raus. Weil ich denke, das ist ja einfach komisch. Wenn ich ihm ins Auge komme, sind da ja keine Spritzer in meinem Bild, das ich wahrnehme. Fair enough. Außer ich trage eine sehr große Brille. Aber ansonsten, er hat ein cooles Brustplatte mit Edelstein und so. Sieht aber wie eine sehr uneffektive Rüstung aus. Naja, ich glaube, es ist auch eher zeremoniell. Vermutlich. Ich weiß nicht genau, was uns die Kugel in seiner rechten Hand sagen soll, von der Lore her. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber eine fancy Frisur. Und ein Kinnbärchen. Süß. Ich finde, er sieht ein bisschen so asiatisch aus. Genau, asiatisch aus. Deswegen ist er auch, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, ich weiß nicht, inwiefern man die noch als Metal bezeichnen kann. Ich würde eher sagen, es ist so sehr. Redest du von Baby Metal? Nein, ich rede nicht von Baby Metal. Ich rede von The Who. Ah, ja, kenne ich. Die, haben die irgendwas für Star Wars gemacht? Soweit ich weiß nicht. Ich glaube schon. Vielleicht haben die auch irgendwas gecovert. Egal. Das ja, kann die gut machen sein. So mongolische. Genau, Folgen. Genau. Die, ja, die sind interessant, zumindest. Ja, also, genau, man kann sie auf jeden Fall mal anhören. Also, mir hat es jetzt nicht so super gut gefallen, aber The Who. Ja, ja, ist dieser von den Gesichtszügen, den Attributen, obwohl das wahrscheinlich wieder rassistisch ist zu sagen, aber es geht ungefähr in die Richtung. Ja, und was natürlich auch sofort in mein Gedächtnis gekommen ist, ich weiß nicht, ob du Whispered kennst, ist eine sehr, also passt zwar vom Artwork nicht so sehr, weil die oft sehr einfarbige Artworks haben, sehr verworren, die kommen eigentlich aus Schweden und machen Melodic Death, aber ihr Stil ist Melodic Death Samurai Metal. Okay. Und dieses Wort hat in diesem Genre nicht verloren. Naja, sie singen halt, ich glaube, teilweise auch auf Japanisch, ich weiß es nicht. Das macht etwas noch nicht zu Samurai Metal. Naja, und es geht halt über Samurai. Aber gut, die würden das nicht als Cover. So viel steht schon mal fest. Cover ist schwierig, das ist ein super klassisches Cover-Artwork. Ja, ja. Von der Komposition her. Besonders durch den Schlagstellen, aber wir können ja mal annehmen, dass es richtig gekippt ist fürs Cover. Schwierig vorzustellen, aber. Nein, du musst nur den Kopf etwas nach rechts legen. Tatsächlich. Quasi, dass der Körper parallel zu der linken und der rechten Seite des Albums. Ja. Auch dann fände ich es schwer zu sagen. Ja, aber auf dem Cover wäre es wahrscheinlich in dieser Art präsentiert. Das ja, Bild. Ja. Rock und Power kann man ausschließen. Für True oder Heavy ist es schlicht, würde ich sagen. Ja, der Typ ist nicht muskulös genug. Er hat Roben an, du kannst das ja nicht beurteilen. Ja, stimmt natürlich. Thrash? Dafür ist es irgendwie zu klar definiert. Das stimmt. Und zu
Das könnte so irgendwie sowas Abgedrehtes sein, so ein Fankanto oder. Wie wär's mit Gothic Metal? Ja, das passt gut. Dafür ist er sehr bleich und die schwarzen Haare. Das ist ein Vampir, was erwartest du? Naja. Aber er hat durch Eldraine einen neuen Kreaturentyp bekommen. Er ist jetzt ein Vampire Noble, fällt mir auf. Oh, ist es overrated oder? Karte gibt es nur in der Homeland-Version als Papierkarte und da ist eine Sammellegend. Okay. Wenn du ihn jetzt in Magic Online spielst, ist ein Vampire Noble, ja. Ja, Alles klar. Ja, ich Gut, würde hast du noch. gegen Gothic Metal tendieren. Ja, Sowas ich denke sehr auch. langsam. Ja. So, dann zu unserem Hauptthema, würde ich sagen. Genau, wie gesagt, falls ihr jetzt erst reinschaltet, warum auch immer ihr euch die 10 Minuten, die ersten 10 Minuten überspringen solltet, Ihr seid nicht im aber. Radio, Jay. Aber unser Thema ist Bier, kann ich ja nochmal sagen. Man kann das nie oft genug sagen. Genau, und die beiden, also diejenigen von euch, die jetzt schon ein bisschen in der Metal-Szene drin sind, die werden nicht umhin gekommen sein zu merken, dass Bier in Dass Metal Bier einfach eine, existiert. ja, das sowieso, aber dass es in der Szene einfach eine große Relevanz hat, verglichen mit anderen Szenen. Also, man sieht das oft, das kommt in Liedtexten vor, es gibt Ganze ganze Bands, die sich Bands, quasi sich nur nur damit mit dem Thema beschäftigen. beschäftigen, mal Tankard, um nur eine zu nennen. Und viele Songs haben so Tributsongs, viele Bands, Entschuldigung, haben so Tributsongs, wo es einfach um Bier oder um Saufen Nicht wie generell das geht. Sauflied ist ein Tribut an Tanker, Jay. Ich Nein, weiß, ihr hört das so das meine gerne. ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Ach so, ein Tribut Aber zu Bier. ein Tribut zum Bier. Ich weiß nicht, ob das möglich ist zu sagen. Ich glaube, ich denke schon. Oder zu anderen alkoholischen Getränken. Das ist dann kein Tribut. Man kann ein Tribut nur an jemanden richten. Nein, warte. Du kannst nicht Es der fällt Sonne mir kein. Es fällt Tribut mir kein. leisten, außer du denkst, die Sonne ist ein Gott. Dann geht's. Du kannst keinem Weil Gegenstand Tribut mich würde es leisten. nicht wundern, wenn Zoll. Chris Bowes denken würde, dass Bier ein Gott ist. Das Er hat ist auch dann was eine anderes. sehr seltsame Verehrung von Bohnen, zum Beispiel. Das Was eine war super Brücke großartig. schlägt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich Oh. zum Beispiel Chris Bowes, der Sänger von Alestorm und Keyboarder von Gloryhammer, und der ist auch Solokünstler und sowas, hat Er ist ein Solokünstler. Seine doch, er hat auch. Solo-Karriere hat er zusammen mit seiner Platte von Bohnen gemacht. Ach so. Die war beteiligt. Aha. Ding, er hat doch auf Napalm Records den Song Midnight Freak bist du also. Und der Bandname ist Christopher Bowes with his Plate of Beans. Es gibt aber, Christopher Bowes hat auch noch Silbersonne. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich als Karriere Ja, ich weiß zählt. es auch nicht. So ein Naja, paar auf Sachen jeden auf Fall. YouTube hier klimpert Was er auch gemacht hat, ist seine Stimme an die finnische Folk-Metal-Band Korpiklaani geliehen, um deren Lied Bier, Bier zu singen, was ja perfekt zu unserem Thema passt. Das ist so ein Projekt von denen, wo die so, ich glaube, bis jetzt 20 verschiedene, aus 20 verschiedenen Nationalitäten Leute geholt verschiedene. haben, die auf verschiedenen Sprachen einfach das Lied singen. Also auf Deutsch ist es witzigerweise der Sänger von Tankard, die eben ein Lied über Bier singen. Also Bier, Bier von Korpiklaani, auf verschiedenen Sprachen singen. Wer sich das mal anhören will, einfach Bier, Bier, Nicht der Korpiklaani tiefste eingeben. Nick, aber ganz Aber witzig. es ist absolut witzig. Und wenn man ja, auf der Suche nach neuen Bands ist, ist das eine gute Weise, Bands zu entdecken. Das stimmt. Das gibt Ich dir kannte natürlich, einige auch davon nicht. genau. Also, es ist ein bisschen Kleinere schwierig, Bands gibt weil. das eine Plattform. Was immer was Gutes ist, denke ich, wenn man kleine Stimmt Sachen auch. unterstützt. Weil Korpiklaani ja in ihrem Genre quasi die größten sind. Ja, die gehören zu den Big Five of Folk Metal, habe ich letztens gehört. Das Wort hast du dir ausgedacht, Nein, die nein, 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 Phrase nein. hast du dir Es ausgedacht. gibt ein Buch, was so heißt. Hast du Von. das Buch geschrieben? Leider nicht. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Von Korpiklaani Moonsorrow oder wahrscheinlich. so. Nein, nein. Markus irgendwas heißt der Typ. Also das gibt's auch nur auf, das wurde glaube ich nicht auf Englisch übersetzt, das Dings, gibt's nur auf der Finnisch. bei mit Nightwish doch zusammenarbeitet. Lange blonde Haare, Bart. Das ist keine gute Beschreibung im Metal, aber Markus Jatle oder so. Kann sein.
Der ist ein wirklicher Solo-Künstler. Ja. Also, das ist das Erste, was mir bei Markus einfällt. Keine Ahnung, ob das der richtige Markus ist. Nee, das ist der nicht. Der hat es auf Finnisch geschrieben. Oder auf einer skandinavischen Sprache auf jeden Fall. Auch fremdländisch. Und es geht um Korpiklaani, Ensiferum, Turisas, Moonsorrow. Turisas ist in der Top, großen Top 5 drin. Ja. Mann, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Du trickst dich in deinem Lügenlabyrinth. Ich kann ja das Buch in der Videobeschreibung, verlinken. Ist das Buch rausgekommen, bevor oder nachdem die große Top 9 der Power Metal rauskam? Das Buch ist davor rausgekommen. Das stimmt wohl. Das heißt auch nicht the Top 5, sondern The Big 5, in Anlehnung an die Big 4. Das dachte ich mir schon. Das ist ein echtes Ding. Aber die ich weiß. Ich weiß auch, dass die Big 5 of Folk Metal ein echtes Ding sind. Ich call a BS. Ja, genug davon. Genau, genug davon. Genug von dir. Und wir bieten ja jetzt auch eine kleine Plattform hier, also hört euch mal Bier von Korpiklaani an. Yay. Wir machen jetzt weiter mit Magic, weil darum geht es ja hier auch in dem Podcast, ne? Und ist schwer zu merken, zugegebenermaßen. aber die Präsenz von Bier in Magic ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit der von Bier in Metal. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das Thema ein bisschen anschneiden können. Genau. Mit was wollen wir anfangen? Mit den Behältnissen? Oder? Ja, würde ich sagen. Genau, wir haben mal ein paar Karten rausgesucht. Haben wir uns geguckt in dem Magic Multiverse, aus welchen Behältnissen man Getränke zu sich nimmt. Und die können wir jetzt mal drüber reden, bewerten. Wir werden die Karten immer einblenden jetzt, während wir drüber sprechen. Dann würde ich gleich einsteigen, oder? Ja, fangen wir an. Die erste Karte ist der Ivory? Ivory. Ja, okay. Elfenbein. Ja, danke, ich weiß. Ich war mir nicht so sicher. Naja, also im Prinzip sieht man auf dem Artwork nur eine Schale. Wir gehen nicht jedes Mal auf den Text ein, weil es wirklich eigentlich nur um das Artwork geht. Vielleicht mal auf den Flavor oder sowas. Aus der ein weißes Licht strömt, aber stilisierte Schale. Genau. Der Fein mit zwei Händen, die sie sehr vorsichtig halten. Wir nehmen jetzt mal an, dass da drin irgendwas Trinkbares ist und nicht irgendein weißer Licht. Alter. Naja, wahrscheinlich ist in der Lore Magie drin, aber sagen wir, jemand will da was trinken. Ich würde tendieren, das sieht eher so aus, wäre es nicht aus Elfenbein, sondern aus Keramik oder so. Dass ja, oder Marmor Art, vielleicht. Oder Marmor, eine Art, der so eine chinesische Teeschale ist. Mhm. Ja, benutzt werden. Und dementsprechend könnte das ein Krog so trinkgefäß sein. Ja, oder was auch? Ja, heißt Wasser oder heißer Tee zusammen mit rum, für die das Getränk nicht kennen. Sehr empfehlenswert, sehr schmackvoll, wenn man Tee mag. Was ich auch gehört habe, zumindest meine ich das gehört zu haben, ist, dass man, also nicht in China, aber in Japan, Sake aus solchen Schüsseln. Nicht wo? In China. Dankeschön. S-C-H-I-N-A. Nichts dafür, dass du es falsch gelernt hast. China, wer sagt das denn? Du hast es gerade gesagt. In Ironie, und das war ein ganz kleiner Anzeichen. Auf jeden Fall geht es auch gar nicht um China, sondern um Japan, wo man Sake, das dortige Volksgetränk, ich weiß nicht, das also vergorene Ziegenzeug, glaube ich. Nein, das ist Reiswein. Oh. Schmeckt auch sehr gut, das schmeckt sehr leicht und das ist auch nicht so, hat nicht so viele Umdrehungen. Aber da trinkt man es auch aus Schüsseln und das ist auch so weiß, deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist es nachnehmend. Asiaten sehr schnell betrunken werden, stimmt das? Auf jeden Fall, was früher mal war, ich weiß nicht. Wenn es früher war, aber ich weiß es nicht auch so genau. Sein, oder? Aber ich weiß zum Beispiel, dass es also bei den Ureingeborenen von Amerika ist es ja so, dass die im Prinzip keinen Alkohol kannten. Bis man sozusagen rübergesegelt ist und das ihnen. Ja, klar. Also Asiaten, vielleicht liegt es auch einfach dran, dass die Durchschnittsgröße kleiner ist als. Was kann sein? Ich weiß es nicht, falls der Asiatische. Gewicht und Größe hat hier einen Einfluss darauf, wie schnell du voll wirst.
falls wir asiatische Zuhörer haben oder Leute, die sich besser auskennen als wir, lasst es uns wissen, berichtigt uns, falls wir falsch liegen oder bestätigt uns, falls wir recht haben. So, dann zur nächsten Karte, sonst sitzen wir den ganzen Tag hier. Das ist eine coole Karte, der Freightwood Cup. Man sieht Ophelos, das ist ein Elfenlord, hat auch eine eigene Karte, der in Commander gebannt ist, wie er Bode ausschenkt an andere Elfen, und die im Wald Party machen mit Musik und Humpen und so. Auf dem Tisch sieht man eine Weinflasche, würde ich sagen. Das ja, genau, so eine Weinkarte. Sieht ein bisschen aus wie eine Ananas, wegen dem Korb oder was da unten dran ist. Oben das Grüne wird wohl eine Weinflasche sein. Und das ganz kleine Elfenparty mit Bode. Was aber interessant ist, dass Rofellos, also dass die zwar alle Krüge in der Hand haben, aber Rofellos füllt erstmal ganz viel von der Bode in seinen eigenen Trinkschlauch. Ja, genau. Bisschen gemein. Alle anderen haben offensichtlich schon. Die scheinen sehr glücklich zu sein. Aber warum du auf deiner eigenen Party aus dem Trinkschlauch trinken musst, scheint mir auch fragwürdig. Vielleicht muss er aufbrechen und will sich was mitnehmen. Das kann sein. Vielleicht ist es ja auch einfach nicht seine Party. Er ist der Lord von dem Wald, soweit ich weiß. Das wird nur seine Party sein. Aber was mich noch mehr interessieren würde, als wessen Party es ist, ist die Frage, was trinken sie da? Weil das sieht einfach aus wie Milch. Ja, das ist ganz klar Maibode. Ja, okay. Magische Weinbode, deswegen leuchtet sie. Karte ist aber auch phänomenal schlecht. Ja, aber also während wir die rausgesucht haben, sind wir so über verschiedene Forenartikel und sowas gestolpert. Es gibt durchaus eine interessante Anzahl an Alkohol-themed Decks, die durchaus solche Karten nicht ungern spielen würden, glaube ich. Okay. Wenn du aber durchaus eine abseits davon. Anzahl, dann vergleicht ist das vielleicht etwas misleading. Es gibt ein fünf paar oder so. In der unendlichen Welt des Internets. Wenn du irgendein anderes Thema für ein Deck suchst, findest du wahrscheinlich mehr Wechsel als dafür. Vermutlich, aber ich fand es lustig. Das also klingt, als wäre das ein oftes Thema für Casual-Decks. Naja, es gibt immerhin den Boost Cube, der zwar keine offiziellen Karten enthält, aber ein. Da war jemand witzig und hat so Magic-Karten selbst designt, die mit Alkohol zu tun hatten und mit einem Trinkspiel. Ja, das fand ich lustig zum Beispiel. Das ist cool, ja. Okay, aber jetzt weiter zu. Also stellst du die alle als Alkoholiker da? Dann zur nächsten Karte. Das ist zugegeben ein bisschen gecheatet, weil es nicht wirklich aussieht, als könnte man daraus was trinken. Erstmal ist das Herald's Horn. Ja. Und auf dem Artwork sieht man ein riesiges Horn, das aufgehängt ist. Das soll ein Notrufhorn sein, aber man kann es auch, wenn man das Loch am Ende, am schmaler werdenden Ende ignoriert, als riesiges Trinkhorn ansehen. Was sehr cool wäre, vor allem wenn das so aufgehangen wäre. Genau, und dann kann man vorne kippen, sodass du drauf trinken kannst. Und jeder in der Burg darf sich auch beliebig daraus bedienen. Und wenn der Abend spät wird, dann kann man auch darauf reiten. Oder witziges Algebräu drin mischen. Okay, welche Sachen sind noch übrig? Alles rein damit. Okay, gut. Soviel zum Herald's Horn. Oder man macht mit dem Herald's Horn eine überdimensionale Bierbaum. Das heißt, jemand das könnte man auch machen. An den Mundbereich. Gibt es ein besseres Wort dafür? Ein Mundstück? Ja, Mundstück. Und man kippt in die andere Richtung. XXX. Das könnte allerdings passieren, dass die Person dabei platzt. Oder wenn die Leute, die es nach oben ziehen, loslassen, erdrückt wird. Wenn man dann einen Katapult daraus baut. Okay, also man kann sehr viel Schmarrn damit machen und am besten ist es nicht zu benutzen, wenn man sehr betrunken ist. Shadows of Life ist wahrscheinlich die am metalligsten Nuss Trinkgefäß auf unserer Liste. Ein metallener Krug mit coolen Engeln, Ornamenten drauf. Alles in allem sehr fancy, sehr frostig auch ein bisschen. Und was man natürlich dazu sagen muss, wenn man genug daraus trinkt, wird er zu dem Chalice of Death. Genau, und dann flippt er. Die Karte Magic ist eine, die Vor- und Rückseite bedruckt ist und drehst du, nachdem eine bestimmte Condition erfüllt ist, um. Und dann ist statt den Engeln ein Dämonenrelief und der Krug ist nicht mehr silbern,
glänzend, sondern schwarz und so. Und es kommt schwarzer Dampf raus. Und erst dann ist er wirklich Metal. Ja, sehr stilvoll auf jeden Fall. Ja, das kriegst du auf jeden Fall, wenn du auf einem Festival einen Stand aufstellst, los. Das stimmt. Allerdings sieht es auch also aus, als würde es nach einer Zeit ganz schön schwer werden, wenn das so aus massivem Eisen ist. Ja, du das die ganze Zeit hier rumschleppst. Als nächstes haben wir die stilvollste Karte, würde ich sagen, auf unserer Liste. Interessanter Claim. Meinst du nicht? Naja, sieht auf jeden Fall cool aus mit dieser Rose im Hintergrund oder was das ist. Ist das eigentlich ein Tischtuch oder? Vielleicht ist es auch ein Gemälde. Wie hält oder der Krug an der Wand? Zeichnung, ja, an der der Typ gerade arbeitet. Aber was. Vielleicht ist das Playmatch und sie spielen Magic. Mag sein. Dann ist das Gefäß aber sehr ungeeignet, wozu ich später noch kommen werde. Ja, weil das sieht aus, als könnte man das sehr leicht umkippen. Weil der Schwerpunkt sehr hoch ist. Und dieser rote Wein, ich sag mal, es ist Wein, vermutlich ist es Blut, was da drin ist, aber ich sag mal, es ist Wein. Xelan war Vampirin, das ist mit Sicherheit Blut, aber ja, es ist Wein. Ja, den kriegst du auch nicht mehr von den Karten runter. Sake of Argument. Alles klar. Ja, auf jeden Fall sehr stilvoll, ähnlich wie die Chalice davor, bloß weniger brachial, sehr viel filigraner. Und hat coole Figuren auch am Spiel, die auf dem Sockel lehnen, glaube ich, oder so. Ja. Und Gesichter an den Seitenwänden des Gefäßes, sehr, sehr cool. Wie hat man aber auch eher unpraktisch. Dass der Wein-Blut da raussifft. Ich glaube, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, aber ich glaube, es ist einfach, dass jemand daraus getrunken hat und die Siffe da dran hängen bleibt. Was für ein dickflüssiger Brühe ist denn das, dass die so da dran hängen bleibt? Weil es ist, sonst, wenn es raussiffen würde, wäre es einfach ein perspektivischer Fehler, oder? Ja, weil die Flüssigkeit dann schräg stehen müsste. Ja. Vielleicht ist es Teil des Krugs. Das ist einfach... das ist ein schräger Krug ist. Nein, das Raussiftende ist, sifft nicht weiter raus oder anders raus, weil es keine Flüssigkeit ist, sondern Farbe, getrocknete. Naja. Fashion Statement? Weiß nicht. Scheint mir aber eher bescheuert zu sein. Man kann sich im Magic zum Glück damit retten, dass man sagt, das ist magisch. Ja, guter Punkt. Die nächste Karte ist das langweiligste Gefäß, aber wahrscheinlich auch das praktikabelste auf der Liste. Ja, ich denke mal, das realistischste. Wohl, dazu kann man eigentlich nicht viel sagen. Es ist einfach nur ein Kelch. Sehr einfach, okay. Sieht aus, als würde ein Mönch ihn halten, die Ursa. Und daraus kann man sich vorstellen, normal zu trinken. Vielleicht können wir hier kurz anmerken, es gibt noch eine Reihe anderer Chalice. Ja. Den Chalice of the Void oder Everflowing Chalice, um nur ein paar zu nennen, aber die sehen so unpraktisch aus, dass wir sie nicht in unser Ranking mit haben. Wir haben vorher eine Liste zusammengestellt mit Sachen, die wenigstens irgendwie benutzbar sind. Und dir nicht den Kopf abreißen oder so. Wenn du versuchst, daraus zu trinken. Ein Beispiel vom Chalice of the Void, wahrscheinlich deinen Kopf in ein Wurmloch ziehen. Ziehen Wurmlöcher? Ja, ich glaube nur in dem neuen Seth MacKinnon-Artwork, oder? In dem alten ist es okay. Also das ist ein neuer Seth MacKinnon-Artwork, ist aber auch viel besser. Stimmt. Die nächste Karte ist wahrscheinlich die unpraktischste. Das ist die Elsewhere Flask. Oder auch bekannt als die Woanders-Buddel. Deutsche Magic Übersetzer haben es echt nicht drauf. Das klingt. Also das ganze Artwork soll ja sehr majestätisch und filigran und so aussehen. Und die Karte dann Buddel zu nennen, also ist irgendwie kontraproduktiv. Weil so ein ganz anderes Bild vermittelt, wenn du nur den Namen hörst. Unter einer Buddel stelle ich mir nicht dieses dünne Glasteil mit Sternen drinnen vor. Nee, ich auch nicht. Weißt du, was da drinnen ist? Verrat's mir. Knaster Brandweinbrause. Tatsächlich! Hat es Sterne und so. Tatsächlich! Weil es bestimmt sehr schön witzig ist. Aber ich glaube, es ist kein Gefäß aus der Gosse. Vielleicht haben sie es gestohlen. Darum geht es doch in der Gosse. Tatsächlich. Aber, also, ich glaube, es erstmal dieser
Stöpsel, der da drin ist, sieht total unpraktisch aus, weil das einfach nur ein Kristall ist. Das sieht einfach wie aufgeklopfter Kristall auf. Der passt überhaupt nicht richtig da rein, oder? Ich glaube auch nicht. Und das Ding geht bestimmt bei jeder Gelegenheit kaputt. Und wofür ist dieser seltsame Bändel, der darunter hängt? Vielleicht um es an den Gürtel zu machen? Dieses Teil trägst du nicht an einem Gürtel, Jay. Und außerdem würde es nicht halten, weil es keine Verdickung oben gibt. Das stimmt, es würde einfach runterrutschen. Genau. Also in jeder Hinsicht unpraktisch. Ja, aber es ist wahrscheinlich einfach so ein Ding, was die Hipster in Magic haben. Vielleicht ist auch Hugo drin. Ja, genau, irgendwie so ein... alles klar, ich glaube, wir können jetzt weitermachen. Hast du gerade unterbrochen, weil du etwas sehr nicht Nettes sagen wolltest? Nein. Ach so. Mit einer Karte, die zwar eigentlich nicht das Gefäß in den Vordergrund stellt, sondern mehr das, was drin ist, Sleeping Potion, wo man einen... Naja, gut. Sieben Minotaurus sieht, der in der Taverne eingeschlafen ist und in der Hand einen auch sehr einfachen Krug hält, aus dem so Nebel kommt. Im Hintergrund geht ein Charakter aus der Tür raus, impliziert wird, dass er ihm einen K.O.-Tropfen quasi gegeben hat. Was sehr komisch ist bei so einem Minotaurus. Du hast doch kein Recht über die Zuneigung des Typen zu urteilen. Nein, schon okay. Du willst also Minotauren diskriminieren, siehst du das richtig? Ich will eigentlich viel mehr über das Gefäß reden, was er in der Hand hat, um diese Situation zu retten. Aber naja, viel dazu bleibt eigentlich nicht zu sagen. Es sieht schon relativ praktisch aus. Vielleicht ist der Dampf ein Feature. Vielleicht hat das drin Dampfdüsen. Das ist egal, was du reinfüllst. Boah, das wäre cool. Das wäre fancy, ne? Ja. Apropos. Warum gibt es sowas noch nicht? Kauft den Heavy Magic Krug, der Dampf macht, wenn ihr was... Nur 99,99 €. Die Stunde. Ja, die Dampfproduktion ist teuer. Ja, natürlich. Zur nächsten Karte. Kein Bier, aber dafür Wein. Die Karte heißt Blessed Wein. Man sieht einen Mönch, der ein Glas Wein trinkt. Und er sieht nicht unglücklich dabei aus. Nein, das ist ein sehr guter Wein. Vielleicht hat er auch schon einigen Wein getrunken und sieht deshalb so glücklich aus. Vermutlich. Aber das Abbild ist sehr schön mit dem Kreisen im Hintergrund. Ja. Ich mag, wie das den Wein einfach in den Vordergrund stellt. Es geht in der Karte um den Wein, nicht um den Menschen. Aber die Karte ist auch phänomenal schlecht. Der Flavortext ist cool. Auch sehr, sehr Spirit. But here, there's the wine. Blessing for the bounty of Kate. Cool. Coole Karte. Cooles Weinglas. Schlechter Effekt. Ja. Ich bin nicht so ein riesen Wein-Fan, deswegen. Nee, Rotwein ist. Wein? Oder so eine Weißweinschorle im Sommer? Ja, das ist was anderes, aber Rotwein, also so. Was für ein Rotwein? Ja, da kann man im Winter Gewürze reinhängen und warm machen. Dann wird die nächste Karte bestimmt auch nicht gefallen. Die ist nämlich Rhino of Blood and Iron. Man sieht einen sehr martialischen Krieger, der so aus einer riesigen Schale eine rote Flüssigkeit trinkt. Was sehr, also dieser Blood and Iron, das klingt einfach nicht lecker. Klingt aber sehr cool. Das könnte das auf jeden Fall ein Songtext sein. Auf jeden Fall. Vorher noch Blood and Iron. Und auch hier ist der Flavortext ziemlich cool. Gudo, das ist ein. Er ist ein ausgestoßener Samurai. Ronin, oder? Ronin, ja. Genau. Gudo ist in der Lore quasi der Banditenanführer von einem Heer von Ronin und ausgestoßen und so. Gudo never revealed what went into his special crew, but he always had more after great victories. Aha. Ja, das ist cooler Flavortext. Die Adern, die implicit an dem Hals und so von der Person raustreten, sehen nicht gesund aus. Ich und vermute, der Wein ist auch einfach nicht gesund. So nicht der Punkt. Zur nächsten Karte? Go for it. Ja. Apathy. Man hat eine sehr abgespacede Wirtshausszene mit einem sehr gelangweilten Krieger im Vordergrund, der seinen Bierkrug hält. Und im Hintergrund sehr comichaft gezeichnete Monster und so, die sich kämpfen. Das ist kein sehr klassisches Magic Artwork. Aber cool, finde ich. Ja.
Abwechslung ist immer gut. Okay, direkt hinter dir dieses grüne Vieh mit dem winzigen Dolch. Ja. Das sieht schon lustig aus. Oder aber das, was einfach nur aus einem Mund besteht. Dieses Lila, ne? Genau. Aus seinem, und wieso Helm steckt ein Speer in seinen Helm? Boah, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Auf der den Metallteil von dem Helm hat, da ist der Name des Artists. Ah. Delphoglio. Delphoglio. Cool, witzig. Nette Idee. Und der Krug sieht auch cool aus. Genau, das ist so ein Gesicht. Gesicht. Und das Gesicht ist vor allem nicht sehr apart. Nicht so wie das Gesicht des Kriegers, der sehr gelangweilt aussieht. Ist der Flavor vielleicht, dass die Emotionen des Trinkenden ins Trinkgefäß absorbiert werden? Das würde das erklären. Das wäre ein komisches Trinkgefäß. Es soll ja auch nicht gut für dich sein. Die Kreatur, die mit der Karte verzaubert wird, enttappt die auch nicht. Hm. Das heißt, vielleicht in der Lore gibt man der gegnerischen Kreatur diesen Krug, die trinkt daraus und verliert alle Lust zum Kämpfen. Weil der Krug dann... Denke mal, ja. Das ist eine Art Geschenk, die du ihm gibst, ja. Cool, ja, witzige Idee. Finde ich gut. Weiter mit dem, was ich wirklich als Buddel bezeichnen würde. Elixir of Immortality. Das sieht echt cool aus. Das gibt es ja auch, da, wenn man in Weinflaschen in so Birnen reinwechseln lässt. Ne? Ja. So in der Art, da ist halt eine Rose drin. Das sieht auch einfach richtig lecker aus, muss ich ehrlich sagen. Das sieht einfach aus wie so goldener Met in dem irgendwas. Genau, an. Das könnte Rosenmet oder so sein. Ja. Ziemlich cool. Einen coolen Wachsverschluss, obwohl die Siffe am Rand mich etwas genau befremden würde. Das würde mich jetzt auch vielleicht noch abhalten, davon es zu trinken. Aber ansonsten... Ist das eine Ratte im Hintergrund? Nee, das ist, glaube ich, so ein Beutel. Oh, nee, das ist ein Beutel. Ja. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn da eine Ratte unterwegs wäre. Aber dafür ist sie ja verschlossen. Du kannst dieser Flasche vertrauen. Nein, Regel Nummer 1, trink nichts aus einer Flasche, die nicht beschriftet ist. Das ist eine Regel für Feiglinge. Trink immer aus Flaschen, die nicht beschriftet sind. Das macht das Erlebnis umso reichhaltiger. Für den Überraschungseffekt. Ja, aber Rosenmet oder so finde ich gut. Alternativ ein vielleicht etwas seltsam gefärbter Wein. Ja, oder irgendein Schnaps, wo so eine Alkohol, wo man irgendwas einlegt. Weißt du, so um das zu konservieren. Kann man. Was passiert, wenn ich einen Gin in eine Flasche einspiele, in der Schnaps ist? Dann hast du mehr Gin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dankeschön, dass du meine Steilvorlage ausgenutzt hast. Okay, abseits von schlechten Flachwitzen, zur letzten Karte. Das Horn, oder? Das Horn of Deafening. Was zugegeben einfach den Namen Bierbong haben sollte. Ja, Horn of the Bierbong. Horn of the Beer. Bong of the Beer. Und dieses Horn ist seltsam gewachsen. Welches Tier hat so ein Horn? Ich glaube, ich finde es ein bisschen wie aus wie ein Schnecken. Wie ein Schnecken genau. Aus. Ja, ja. Oder Schnecken, ja. So was in der Art. Das ist ja super gedreht am Ende. Ja. Aber ja, die Karte ist nur auf der Liste, weil wir einen Witz mit der Bierbong machen wollten. Genau, damit ist unsere Liste auch schon zu Ende. Der Flavortext sollte auf jeden Fall nein. Wobei ja immer ein bisschen was unten drin bleiben würde, gell? Das stimmt. Das vielleicht ist dieser Schlauch ja auch flexibel. Also man kann die dann am Ende so rumdrehen und immer noch. Oder du duzt jemand mit dem Spuckschluck. genau. Aber falls ihr noch andere coole Bierkarten habt, also es gibt da noch so ein paar, falls ihr Interesse habt, schaut mal nach. Würde uns interessieren, was ihr findet. Genau. Wollten wir noch kurz über die Darstellung in Magic von Bier und Alkohol im Allgemeinen reden? Die ganzen Beispiele. Das wenigste war ja davon wirklich alkoholisch. Quasi nur Blessed Wine und Wine of Blood and Iron hatte irgendwie Alkohol referendiert. Kann man das sagen? Was auch immer. Und ja, das heißt, und alle anderen Karten, in die man was reininterpretieren könnte, die Wirtshaus-Szenen oder so, sind alles super alt. Das heißt, in modernen Karten hat man das quasi nicht. Ich denke mal, das hängt mit der Altersbeschränkung von Magic zusammen.
Ja, von dass Atlantic. man in Amerika oder vielleicht auch in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie da die Rechtsprechung ist, Glaube nicht, dass es illegal wäre. ja, aber dass man halt doch auch versucht, Ja, das klar, dass keine Publikum, Mutter ihrem Kind verbietet, Magic zu spielen, weil der Drogenkonsum genau, gezeigt man will wird. die so früh wie möglich Aber mitnehmen. Mord und so ist vollkommen okay. Nur kein Ja, Alkohol. davon hatten wir es ja schon in der letzten Folge, dass auch die gewalttätigen Artworks mehr oder weniger harmlos im Vergleich Minimiert zu, werden, ja. ja. Es gibt ganz wenig Blut, das aus Wunden fließt Genau, oder genau. so, auf neuen Karten. Ja, genau. Wollte mir nur anschneiden. Deswegen, ja. Ja, also ich finde für mich, also ich habe da ja auch ein bisschen so von, oder du hast ja auch generell viel Erfahrung mit Fantasy. Und ich finde, Alkohol ist eigentlich immer ein lustiger Bestandteil von Fantasy-Universen. Also ich Ja. sage nicht, dass es nicht ohne geht, aber Ja, aber so tendenziell ist es nicht super oft, würde ich sagen, auch in Fantasy-Büchern. ist es nicht was, sorry, ich habe dich nicht verstanden. Nicht super oft ein Faktor. Ja, das stimmt. Klar gibt es Erwähnungen oder so, aber. Genau, es ist immer so ein bisschen da. Und wenn du halt mehr in Richtung so tatsächlich akkurate Fantasy gehst, so, oder was heißt akkurat, aber so. Ich weiß nicht, ob es diese Genre gibt. Ich glaube auch nicht, aber ich meine, zum Beispiel jemand wie George R. R. Martin, der ja doch sehr viel Das ist versucht. nicht akkurat. Ja, aber er versucht schon so das Leben von damals so ein bisschen, oder so Moment, was? mittelalterliches Leben im Prinzip. Naja, im Prinzip, worauf ich hinaus will, ist, früher hat man ja Quatsch. viel, viel mehr Alkohol getrunken. Ja, man hat zum Beispiel Bier viel mehr als Wasser getrunken, weil das gesünder war wegen Kaiser. Genau, und sowas greift George R. R. Martin auf. Und Ja, integriert das in aber seine Sachen. das jetzt als realistischen Historienroman darzustellen, finde ich übertrieben. Das habe ich auch nicht ge. Ja. Das ist eigentlich auch ein sehr cooles Genre für Leute, denen Fantasy zu unrealistisch ist. Das ist das sehr zu empfehlen. So Mittelalterromane mit historischen, echten Backwissen, die dann Ja. nicht sich eine Welt ausdenken und so. Oder so Sachen Das wie bekannteste ist wahrscheinlich Timeline, was echt gut ist. Hast du es gelesen? Nee, habe ich nicht Oder gelesen. den Film gesehen? Nein, auch nicht. Echt? Also was ich cool finde, sind so Sachen, die so King Arthur Legends und sowas und Knights of the Mhm. Round Table. Finde ich cool, weil, also klar, das ist auch so ein bisschen Fantasy natürlich. Aber Das ist ja ein Unterschied, genau. ja. Die historischen Romane sollen ja ein Bild von der Welt mit einer Romanhandlung geben. Die versuchen diese Legenden ja nicht, weil der Ursprung ja viel älter ist. Ja. Aber beides sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam. Naja, gut. Und Cool. dann gehen wir in Cool, das dass. eigentlich Hauptthema rein, würde ich sagen. Ja. Ich denke, das ist deswegen so, weil das ja auch tatsächlich das war, was gefordert wurde von der Menge unserer rasenden Fans. Genau. Und zwar haben wir für euch ein kleines Bier-Ranking vorbereitet. Wir haben Für uns also. Alltagssituationen, in denen sich der Magic-spielende Metalheld wiederfindet, Metalhead nicht hält. Naja, viele sind für mich auch Beide Helden. Seiten. Genau. Und genau, haben uns für jede Situation eine Biersorte, Biermarke, die wir bevorzugen, rausgesucht und ein Gefäß dazu, weil, naja, ein gutes Bier steht und fällt mit dem Gefäß, aus dem man es trinkt. Im Bestfall fällt es nicht. Im Dann Bestfall fällt kommst du es nämlich nicht. nicht mehr nach Valhalla, wenn du Bier vergisst. Ja, und du hast Insofern. halt auch kein Bier mehr. Das ist auch ein Problem, ja. Und die erste Situation ist beim entspannten Casual Magic. Genau, Und vielleicht da sollte ist man noch das dazu sagen, dass wir noch nicht besprochen haben, abgesprochen was haben, wir da ja. Wir jeweils haben haben. jeder selbst Gedanken gemacht und diskutieren die jetzt aus. Und da denke ich, ist das Gefäß super wichtig, dass irgendwas sehr Standfestes ist, wenn Ja, man auf jeden Magic Fall, auf spielen jeden will. Fall. Mein Also. Favorit ist da so ein Keramikkrug oder so, Genau, so der ein eine grauer gute Keramik. Basis hat. Habe ich, genau das habe ich da auch stehen. Was ich habe Magic und lange Flüssigkeit debattiert, verträgt sich nicht. ob man sozusagen, also der Vorteil einer Flasche ist ja, wenn sie umkippt, dann läuft das im Vergleich zu einem Krug nur sehr langsam und Ja, sehr. weil der Umfang der Genau, aber Bodenfläche ist ja viel geringer. eben, es ist
immer schlimm, dass wenn es umfällt. Also du willst sozusagen direkt das Umfallen vermeiden. Willst die Wahrscheinlichkeit fürs Umfallen vermeiden, anstatt zu beachten, wie schlimm die Verbreitung der Flüssigkeit im Fall des Umfallens ist. Genau. Richtig. Da so ein schwerer Krug für Erkenntnis, denke ich, ganz gut. Ja, generell. Weil du da echt wahrscheinlich auf den Tisch peilen musst, um den umzuwerfen. Ja. Generell lernt man, glaube ich, auch mit der Zeit, die Sachen möglichst weit wegzustellen und einfach keine Krüge umzuschütten, wenn man Karten das auf nicht den auf Tisch den Tisch, wo die Karten liegen, sondern woanders hin, auf dem Boden. Genau. Ja. Naja, auf dem Boden kann auch nach hinten losgehen, aber dann ist immerhin nur der Boden nass. Genau. Und nicht die Karten. Für die Kategorie habe ich mir eigentlich gedacht, das ist wahrscheinlich die von denen, die wir auf der Liste haben, wo es am meisten tatsächlich auf den Geschmack und den Genuss des Bieres ankommt. Ja, da habe ich auch quasi alles Mögliche hingeschrieben, was auch immer du am liebsten trinkst. Genau, genau. Also für mich sind das, ich konnte mich da auch nicht entscheiden. Es ist, also was ich sehr gut fände, das Lamsbräu Urstoff oder Augustiner Helm. Oh, du bist sogar super in den Marken gegangen. Ich bin jetzt eher nach Biersorten. Doch, ich bin tatsächlich sehr, sehr in Marken gegangen. Kapitalismus-Schwein. Weißt du nicht, dass alle Marken nur quasi alles Nestle ist? Na, dazu kommen wir auch noch später. Was? Das war mir nicht zu bewusst. Nestle Bier her? Das stimmt. Glaub nicht. Doch, sicher. Naja, können wir ja mal rausfinden. Ja, nee. Ich habe auch geschrieben, alle Sorten eigentlich möglich auf den momentanen Lustfaktor, auf welche Sorte hin, auf den generellen Geschmack, Pilz, Schwarzbier, Keller, Bock, Doppelbock, auch kein Fall Radler, Kölsch vielleicht. Mhm. Okay, ja, cool. Ja, was soll ich das? Ja, das ist schwer zu sagen, weil das eine sehr generelle Situation ja, ist. Ja, natürlich, natürlich. Und da, also ich perfekt ist viel auszumachen. Genau, ich glaube auch, es sollte da einfach auf den Geschmack drauf ankommen, was man selber persönlich am liebsten mag. Bei mir in der nächsten Situation, oder? Ja. Und zwar ist die Situation, die wir kennen sie alle, mitten in der Crowd bei einem Konzert oder auf einem Festival. Und da habe ich auch einfach keine Sorte, weil da hat man einfach keine Wahl. Ne? Man nimmt einfach das, was es gibt. Genau, also was halt ausgeschenkt auf dem Festival wird, auf dem Gelände. Weil du meistens kriegst ja dein Zeug nicht reinnehmen darfst. Und auch bei den Gefäßen hat man meistens keine Wahl. Zum Gefäß würde ich immer vorschlagen, sich einen dieser stabilen Hartplastik-Einwegbecher mitzunehmen. Dass du nicht immer diese billigen, dünnen Plastikbecher benutzt, die nur für ein Getränk reichen, dann wirfst du die weg und holst dir einen neuen Plastikbecher. Das ist ja Verschwendung. Und die meisten Leute auf Festivals, wenn du denen deinen Becher gibst, füllen den auch auf. Ja. Muss man natürlich. Ich finde auch, also ich find persönlich auch diese Mehrwegplastikbecher einfach besser als diese Einwegplastikbecher, weil. Ist auch angenehmer. Genau, ist angenehmer und da kannst du auch mehrere davon halten, ohne dass du die zerdrückst aus Versehen. Wenn du generell eigentlich alle mitzubringen, ne? Kannst du die so genau. Und ich habe so viele Tragödien schon gesehen, wie Leute umgemoscht wurden oder einfach umgefallen sind. Mit genau vier Bechern Bier in der Hand. Ja. Genau deswegen bin ich kein großer Fan von mitten vor der Bühne und dann die ganze Zeit Bier trinken. Ich würde das immer versuchen, drumherum zu bladen, dass man vor und nach der Band. Natürlich. Trinkt. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man jetzt auf dem Festival ist, wo du zwischen den Bands immer genug Zeit hast, zum Lager zu gehen. Oder? Klar. Aber wenn du direkt in der Menge stehst, ist es zum einen nervig, wenn du dann raus musst, dann verlierst du wahrscheinlich deinen Platz und du musst immer durch die Leute durch und dann zurück und den neuen Platz suchen. Das ist ein Problem, das Transportproblem ist vorhanden. Und besonders, das kann jeder machen, wie er will, aber die Leute nerven mich, die sich dann Bier holen und sich direkt an den Moshpit oder so stellen oder in die zweite Reihe. Und sich dann hören, dass die Menschen sich bewegen, dass sie headbangen, dass sie moschen. Und dann sagen, ja, pass mal auf, ich habe hier mein Bier, ich habe mir das gerade frisch geholt. Das ist dann nicht der Ort für dein frisches Bier, tut mir leid. Sicher nicht. Aber andererseits hast du... Ich bin schon in Diskussionen gekommen. Bei dem einen Punk-Festival wurde ich dann nach hinten gewascht und bin gegen jemanden gedrückt worden, der ein Bier in der Hand hatte. Mhm. Ich hatte es dann über den ganzen Rücken verteilt und der hat gemeint, dass ich aufpassen soll und so.
Naja, klar, es ist doof für ihn, das verstehe ich, aber warum stehst du da? Was glaubst du, was passiert? Ja. Ich kann das nicht wirklich mit Dings, mir fehlt das Wort, beeinflussen. Dankeschön. Komm. Und es ist einfach ein Rezept, das Katastrophen mit sich trägt. Ja, sehe ich eigentlich. Andererseits hast du natürlich, wenn du mit Bier durch die Crowd gehst, tut sich immer so magischerweise, also zumindest zwischen den Songs oder in der Umbaupause, macht sich immer so ein Korridor auf. Ja, das wenn ist du so drei Bier asozial. Ja. Oder einfach jetzt ist, an die Seite zu gehen und dann parallel zur Bühne lang zu laufen, ja. Das geht auch gut. Oder einfach das Bier vorher austrinken. Genau, ich bin ein großer Fan von, wie lange dauern denn die meisten Konzerte? Eine Stunde, eineinhalb? Mhm. Du wirst eine Stunde ohne Bier überleben. Trinkst du danach halt zwei. Ja. Ich bin ein großer Befürworter von, stehe ich dahin, hab Spaß und fuck nicht jeden in der Umgebung ab, die eigentlich auch nur dasselbe versuchen. Ja, absolut. Da muss man dann halt auch irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Also. Es ist da immer wichtig, auch keinen bösen Willen zu unterstellen. Weil das ist etwas, natürlich. Das, mit dem ich, denke ich, Probleme habe. Ich denke immer im Worst Case. Das heißt, du denkst, wenn dich jemand anlabert, dass du sein Bier verschüttet hast, dass er es dir persönlich anrechnet. Genau. Ja, ja. Und vielleicht bin ich nur das Opfer von vielen Verstrickungen, aber trotzdem ärgere ich mich dann darüber. Kann ich verstehen. Wäre mir auch unangenehm. Okay. Das nächste Kategorie ist, achso, ja, ich habe überlegt, eigentlich wäre es richtig cool, finde ich, in der Crowd Dosen zu haben. Also ich verstehe, dass es nicht gut ist, weil Verletzungsgefahr und so, und die Festivals wollen auch ihren... Mit Dosen? Wo ja, wenn die voll sind und die irgendwer wirft oder sowas, was weiß ich. Okay, wenn du es drauf anlegst, kannst du aber auch deinen Starkappenschuh werfen. Was ist das denn für ein Argument? Da hast du aber keinen Schuh mehr. Dann hast du kein Bier mehr, das ist schlimmer. Ich hab schon, aber wenn du keinen Schuh mehr hast, kannst du keinen Schuh mehr machen. Bei Fitness Green. Du überlebst es, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber ohne Bier dann. Ist das tragisch? Stimmt. Nee, mein Punkt ist, wenn du es drauf anlegst, Leute zu verletzen, kriegst du das mit Dosenbier oder ohne hin. Ja, das ist kein gutes Argument. Ich denke mal, das Hauptargument ist, dass die Leute es nicht verkaufen. Also, dass die Festival und Konzertbetreiber. Genau. Mit Essen. Das ist ja auch immer. Das ist ja auch fair. Ja, klar. Weil die Festivals sind ja vergleichsweise billig. Genau, Biersorte, in dem Beispiel würde ich dann immer auch das Billigste wegen dieser Umschüttgefahr, dann dich nicht noch härter trifft. Wenn wir mal ehrlich sind, Cider oder Schwarzbier gekauft hast, das ist dann doppelt so viel kostet wie das normale Pilz. Ja. Und der Vorteil bei Pilz ist, dass es nicht so klebt wie Apfelwein oder so. Mhm. Weil du kriegst auch oft Bierreste oder so, Leute, die dann meinen, ihre Flasche über den Kopf drehen zu müssen, wenn sie fast leer ist oder so. Ist ja auch nicht schlimm, ich habe kein Problem damit, aber das billige Pilz klebt dann auch nicht so, ist ja. Gut, wenn du es übergeschüttet bekommst, hast du ja meistens keine Wahl. Aber. Ja, aber ich krieg lieber Pilz übergeschüttet als Cider, Rum, Getränke oder so. Ja, hast recht. Was, genau. Dann riechst du halt ein bisschen nach Bier, aber das ganze Festival riecht nach Bier. Ich finde, in der Crowd ist es auch wirklich, ist der Geschmack tatsächlich sehr, sehr nebensächlich. Du versuchst Flüssigkeit in dich zu kriegen, weil du schwitzt, weil du Bier trinken möchtest, weil du voller werden möchtest. Weil du Spaß haben möchtest. Dinge. Und da ist es, ist der Geschmack meistens nicht so richtig. Genau. Weil es eh um das Erlebnis der Band geht. Aber wenn ich hier, also ich habe hier auch aufgeschrieben, wenn ich was benennen müsste als mein Favorit, dann wäre es in München im Backstage, da schenken die König Ludwig Dunkel aus. Und das ist sehr gut. Wenn ich dann etwas benennen müsste, dann wäre es bayerisches Bier, weil wenn das verschüttet wird, who cares? Du machst dich nicht beliebt. Was willst du machen? Mich feuern? Du bist nicht ein Boss. Ach ja, ich kann mich feuern. Das ist die schlechteste Drohung aller Zeiten. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Mhm. Ja, das nächste Thema ist jetzt für uns beide ein bisschen verschieden.
weil ich mir gedacht habe, wir haben da unseren Fokus ein bisschen verschoben, aber Sinnvoll. ich denke, es kommt ungefähr aufs Gleiche drauf raus. Also es geht um Magic, wenn man sich sehr konzentrieren muss und das auch vielleicht nicht unbedingt gerade so leicht ist. Als Beispiel habe ich da eben für Diego die super anstrengende Modern Matches rausgesucht, bei denen wirklich jeder Zug, den du machst, dich Sieg oder Verlust kosten kann. Und für mich die 5 Stunden Commander-Runden, wo man immer aufpassen Wenn muss, das Board State riesig ist. genau, wo man das ganze Board State, den ganzen, das ganze Board im Blick haben muss und jede Sekunde im Prinzip sich alles ändern kann und man eben auch echt lange braucht. Hier an der Stelle muss ich ganz Und in kurz. dem Beispiel Vampir natürlich dann auch. Wenn alle saufen, wird das in 5 Stunden Commander 10. Das stimmt Das natürlich. ist ein ernst gemeinter Punkt. Ja, Desto deswegen. mehr Table Talk und so existiert das so länger. Das ist dann der klassische Satz: Whose turn is it? Ja, und Immer besonders die der Leute. dessen, der gefragt hat. Und wenn du dann Das passiert anfängst einfach. mit Politics und. Genau, und dann Ja. diskutierst du über Kant statt den Typen, der den Creator of Behemoth in der Hand hat zu töten. Du vergisst den Creator of Behemoth und dann stirbst du. Genau. Deswegen möchte ich hier erstmal kurz eine Lanze brechen für Malzbier, was Oh, meiner Meinung nach Kind besser hat ist schon viel als, Malzbier getrunken. ja, was also besser schmeckt als einfach alkoholfreies Bier. Das unterschreibe ich dir sofort. Genau. Und was auch in der Situation auch Radler oder Russen okay sind, weil es halt einfach nicht darum geht, sich zu besaufen, sondern vielleicht nebenher was Schmackhaftes zu trinken. Ja, Und da dabei bin ich eben ganz nicht die bei dir. Konzentration zu verlieren. Ich habe mir aufgeschrieben für High Focus Modern. Technisch gesehen ist es natürlich am sinnvollsten, Alkohol oder jede Sache, die sich ablenken kann, zu vermeiden. Aber Die for the einzige sake of Ausnahme ist, argument. wenn du gegen Tron spielst, ist es eh egal, was du machst. Dann kannst du auch Schnaps trinken. Und dann wird der Smack-Talk gegen deinen Gegner, besonders wenn du online spielst und du ihm Sachen entgegenwerfen darfst, die sonst nicht gingen, viel besser. Ich hatte schon sehr viel Spaß mit Matchups, die ich hasste, wo ich dann doch recht angetrunken war und meinen Gegner dann wüst beschimpfte. Das ist natürlich, während ich das online spielt und das nicht hören kann, ich will hier keine Unhöflichkeiten im realen Magic-Spiel befürworten. Es geht Ja, nur, wenn du gegen ich ein glaube auch, Computerbildschirm spielst. also ich würde niemandem empfehlen, zu seinem Draft oder Pre-Release oder auch nur Friday Night Magic irgendwas, was in einem Store gemacht wird, Bier mitzunehmen oder irgendein Alkohol. Es wurde Weil. vor einem Jahr oder so ein Thema, also spricht dich erst auf. Nein, nein, ich sag einfach, ich meine, darum geht es ja nicht. Also klar, es ist nett, wenn man so nebenher was trinken kann oder so, aber das ist nicht wirklich das, wofür man in den Store geht. Und die Leute da haben keine Lust, mit angetrunkenen Idioten. Leuten zu Idioten, ja, oder auch die vielleicht nett sind, wenn sie Man muss normal halt sind. immer den Raum lesen. Das Sprichwort gibt es auch nur auf Englisch, oder? Ich glaube auch, ja. You have to read the room. Wenn die Leute darauf Bock haben und im besten Fall das ähnlich handeln, dann ist das gechillt und cool. Aber du musst nicht irgendwelche Leute, die da sind und Magic spielen wollen, belästigen. Eben, eben. Auch wenn du nicht wirklich belästigt, sondern einfach unaufmerksam bist, was halt mit Alkoholkonsum einhergeht. Zum Thema, vor einem Jahr oder so, oder legt mich nicht auf das Datum fest, davor war Alkoholkonsum und Verkauf in offiziellen Wizard Stores, die Pre-Release und so machen dürfen, oder auch GP Qualifier, also Total Qualifier, PTQs, das verboten. Und es wurde dann geändert, dass du Veranstaltungen machen darfst, die dann am besten, das muss dann natürlich ausgekennzeichnet sein, nicht, dass nicht die Kids mit 15 Jahren oder so hingehen. Ja. Aber das wurde letztens vor einiger Zeit geändert, dass das geht. Was Aha. eigentlich ganz nett ist, Finde ich weil auch, ja. Leute können darauf Lust haben und das ist ein guter Weg, mit ein paar Bier und mit ein paar Bier und einem Draft den Abend zu beenden. Ich Das ist denke dann auch. ja mehr, wie wenn du einen Stammtisch in der Kneipe machst oder so. Ja. Der Store Und verdient was, du triffst dich mit Kumpeln,
Alles gut. Muss halt ja. klar sein, klar definiert sein. Genau. Dass alle für dasselbe hinkommen. Eben. Wenn sich da nicht jemand beschwert, dass es zu lange dauert oder so. Oder dass kein purer Schnaps ausgeschenkt wird. Ja. Und ja. Ich habe damit jetzt auch noch nie negative Erfahrungen gemacht. Aber kommt auf die Leute natürlich immer. Aber wenn ja, alle gechillt sind, ist das auch ein Ding. So. Alles klar. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich nur gesagt, dass Maisbier gut ist. Ah ja. Aber ich habe mir auch eine Marke rausgesucht und sogar ein Produkt der Marke. Und zwar habe ich hier das Guinness Stout. Was ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt trinken würde. Guinness halt ein Malzbier? Nein. Das ist so, Stout-Bier. Ja, Stout-Bier. Okay. Weil ich ja den werten Hörern nicht eine tatsächliche Biersorte vorenthalten wollte. Die einfach, das ist bitter und deswegen trinkt man es nicht so runter wie so anderes Bier. Kenny-Bier geht dafür bestimmt auch gut. Genau. Also, und ich finde nicht, dass es jetzt unbedingt schlecht schmeckt, aber es ist nicht so, dass ich mir da von flaschenweise reinkippen muss. Genau. Ein Malzbier, ich bin kein großer Fan von Vita-Malz. Das mag ich nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Malzbier ich als Kind viel getrunken habe. Das. Ich glaube, das war das Oettinger Malzbier. Das war ganz gut. Okay, ich weiß nicht, was ist. Ich glaube, ich habe Karamalz immer viel getrunken. Ja, das ist die große Malzbier. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Oettinger auch Malzbier. Okay. Und ich glaube, das hatten wir meistens. Aber wie gesagt, das ist lange her. Naja. Hast du ein Gefäß? Flasche. Also für mich ist es, dadurch, dass bei Commander ja noch viel mehr Karten auf dem Tisch liegen, ist es wieder Krug. Oder ja. Im Boden festgespeiste Metallbecher. Mit Strohhalm. Muss immer auf die Knien gehen. Und vor allem habe ich hier auch 0,3er Flaschen aufgeschrieben. Zum einen, weil bitte mir das. Wir promoten hier doch keine 0,3er Flaschen. Doch. Das ist ein Sakrileg. Zum einen, weil es das Guinness Stout nur in 0,3er Flaschen gibt. Oder in Dosen. Aber zum anderen, weil man dann den Effekt hat, dass man einen leichteren Überblick darüber hat, finde ich. Wie viel man. Naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist zu rechnen. Ja, aber du sagst dann irgendwie, du hast 5 Bier getrunken, wenn du sagst, du hast nur 5 von den Flaschen getrunken, und dann sagst du schon, okay, 5 ist jetzt schon echt viel. Ne, jetzt muss ich mal ein bisschen ruhig gucken. Ja? Nee, ich kann 0,3er Flaschen nicht leiden. Okay. Ich wundere mich immer, warum die so schnell leer sind, und dann merke ich, oh, das war gar keine normale Flasche. Weil es ist ja kein so riesiger Unterschied, dass du es, wenn du nicht drauf achtest, sofort merkst unbedingt. Ja. Vor allem, wenn du schon ein bisschen was. Und ich ärgere mich dann immer. Weil beim nachdem Trinken merkst du ja schon, dass es weniger war, als du gewohnt bist. Ja, weil es einfach schneller leer ist. Wenn es nach mir ginge, könnte man 0,3er Flaschen verbieten. Okay. Das ist fiese Verbrauchertäuschung. Gut, dass wir es geklärt haben. Das ist ein spezielles Statement zum Thema vom Heavy Magic Podcast. Protokoll. Hashtag Ban 0,3er Flaschen. Dann weiter geht's mit Festival. Also Festival Lager im Zelt, das Bier, was man sozusagen nicht dort kauft, sondern selber palettenweise mitbringt. Bier im Zelt. Achso, du meinst. Vorm Zelt. Ja, vorm Zelt. Also nicht okay. Im Festival, im Bandgelände sozusagen. Nicht auf dem Gelände. Genau. Und auf dem Zeltplatz. Wenn man Essen nach auf Bands wartet, morgens schnackt, bevor irgendwas anfängt. Ja. Das Gefäß ist da für mich ganz klar Trinkhörner. Ja, für mich auch. Weil die darfst du damit hinnehmen, die darfst du ja sonst fast nirgendwo mit hinnehmen. Genau, weil du jemanden in die Augen stechen könntest. Und das hat absolut die Stilpunkte. Ja. Und du hast im Prinzip immer die Hand frei, um es zu halten. Weil das ist eins der großen Probleme von Trinkern, ist, weil das Hinstellen schwierig ist. Weil wenn du eh chillst, kannst du das zwischen die Beine oder so. Wenn es matschig ist, kannst du sogar eh in den Boden rammen. Ja, oder du hältst es halt einfach in der Hand. Das ist ja für Anfänger. Als Sorte habe ich hier jetzt Storytime, historisch. Hat das was mit Bayern zu tun?
Nein, tatsächlich Okay, nicht. dann bin ich gespannt. Und zwar ist es Otterkringer, Otterkringer Helles, um genau zu sein. Das ist ein österreichisches Bier. Aus Wien kommt das. Und er Meine hat. Mutter hat das getrunken. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Der war doch in Wien, oder? Ja. Ha, Ich jetzt glaube, nicht. Otterkring ist ein Stadtviertel von Wien, vielleicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und da steht die Brauerei. Deswegen heißt es so. Und naja, auf jeden Fall zur Festival Season in Österreich gibt es eine alternative Variante, das heißt Otterrocker. Das ist einfach nur das ganz normale Otterkringer, helle, bloß mit anderen Dosen. Aber das Coole ist, darauf gibt es keinen Pfand. Und wobei ich das eine sehr große Sünde finde, keinen Pfand auf Dosen zu haben, Auf ist Festival ist es es praktisch. in diesem Zusammenhang sehr praktisch, weil man einfach auf Festivals seine Dosen sowieso nicht zurückgibt. Hey, Also, wir haben unsere Dosen immer zurückgegeben. das stimmt, das stimmt. Aber nur weil da Pfand drauf war. Und üblicherweise hat man auf Festivals ja Müllpfand oder sowas. Das Und war da ein schmeißt echtes man dann einfach Problem die auf Dosen Bonn. rein meistens. Zumal Okay. man ja Von auch Bonn haben wir hier. doch zwei Säcke mit zurückgenommen, oder? Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber jetzt so, also weil auch die ersten Festivals, auf denen ich war, in Österreich waren, das Novarock, war das halt einfach so, haben wir das da gekauft und dann. Klingt nach Nostalgie. Ja, genau, Nostalgie ist auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall mit rein. Aber es ist halt schon praktischer, die einfach in den Müllsack zu werfen und dann nicht den Damit, ganzen Sack damit mit dem rauszunehmen. Pfand ist ja immer das größere Problem, dass dadurch Leute es irgendwo hinwerfen. Und das davon distanzieren wir uns Genau, offiziell auch. genau. Ja, Das auf ist jeden ja Fall. dasselbe Problem im Odenwald mit Dings Bembel. Bembel, Oh, genau. Apfelwein generell in Dosen. Weil da kein Pfand drauf sein muss und deswegen findet man es immer im Wald oder in Feldern oder so, was echt nicht sein muss. Wir trinken meistens, wo ich, das 5-0er Dosenbier auf Festivals ist das billig und gut. Dazu komme ich später auch noch. Das habe ich noch woanders. Ja. Ansonsten, ich bin ein großer Schwarzbier-Fan, obwohl man da nicht super viel von trinken kann, weil es sehr fettig ist. Das heißt, ein angenehmer 5-0er Schwarzbier-Misch ist gut. Wenn man den Kopf anlegt, weil man da vor der Bühne kein Bier holen will oder so oder schnell voll werden möchte, ist die mit Schuss auch immer ganz nett. Das lässt ein bisschen Schnaps rein. Schmeckt auch gut. Ja, sehe Wie ich auch. gesagt, ich habe mich eher auf Biersorten fokussiert als auf eine genaue Marke. Ja. Ja, ist ja Marke okay. ist Wir dann hatten eh nur das ja Schall und nicht Rauch. spezifiziert. Alles klar. Hast du noch was zu sagen zu Festivallagern generell? Das ist für mich. Ja, für mich auch, denke ich. Ach, so, nee. Wie sagt man? Kleine Message von mir an alle. Bitte nehmt selbst, also auf den meisten Festivals ist es verboten, aber nehmt einfach kein Glas mit auf Festivals. Weil. Das finde ich nicht unbedingt zu unterschreiben. Ich finde schon, Glas also ist kein wenn. Problem, wenn man sinnvoll damit umgeht. Ja, aber meistens gehen die Leute nicht. Also, wie gesagt, meistens ist es eh verboten, Dann es geht wäre die nicht. Message, seid keine Idioten. Ja, seid kein Idioten. Das Gegen Glas habe ich im Prinzip kann ich nichts auch so einzuwenden, sagen. wenn Menschen halt nicht so dumm wären. Bestimmt. Naja, es ist auch einfach unpraktisch, weil es schwer ist und man muss es wieder Das mitnehmen. ist aber dein Problem. Ja, dann bist du selber schuld. Also sei kein Idiot und nimm kein Glas mit. Sei dir der Folgen bewusst und der Verantwortung. Auf schweres Glas folgt große Verantwortung. Cool. Ich noch dazu sagen wollte, jetzt wurde wir eh noch nicht weitergegangen sind. Apple ist auch immer sehr gut pur Stimmt. oder gemischt vom Festival auf dem Festivallager. Und wenn man eh Apple. Hörner hat, kann man es in Betracht ziehen, ein kleines Fass zu kaufen. Genau. Was cool ist. Und wegen ich als Odenwälder muss ja unsere Kultur verteidigen. Ich weiß gar nicht, ob Ja. du ein Recht hast, Äpfel zu trinken, Jay. Ich weiß gar nicht, ob du gerade Kultur in Anführungsstriche gesetzt hast. Aber Auf würde ich jeden auf jeden Fall. Fall machen. Ja. Okay, Caro, ich glaube, dann können wir jetzt weitermachen. Mit einer Situation, die natürlich nur rein hypothetisch hier ist, in der ich mich noch nie befunden habe. Und zwar, wenn man einen wirklich, wirklich miesen Pre-Release hatte, alles verloren hat. Oder jedes beliebige andere Turnier oder einfach nur jedes Spiel, für das man große Hoffnungen hatte. Das Glück, dass die DCI History gelöscht wurde vor ein paar Monaten. Deswegen kann niemand dich widerlegen. Eben, siehst du, ist mir auch wirklich noch nie passiert, dass ich
alle Spiele verloren habe. Aber alle Matches. Nein, auch das ist mir nicht passiert. Ich habe Okay. immer mindestens eins gewonnen. Kannst du das von dir sagen? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Okay. Bin ich jetzt mal von ausgegangen. Oh, so viel Vertrauen. Also ich habe auch einmal den glatten 1-4 Sweep gemacht, aber Naja. 0-5 hatte ich noch nicht. Ich auch nicht. Aber mein erster Pre-Release war 1-4. Das weiß ich noch so sehr. Aber nein, es war eigentlich okay. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Ich hoffe, ich habe dich dafür endlos fertig gemacht. Ja. Ach so, dann ist ja alles gut. Zimperlen und Release. Da habe ich nochmal das 500 Dosenbier. An der Bushaltestelle, aber spezifisch. Aus der Dose. Genau, direkt aus der Dose steht bei mir auch. Ich habe auch das 500 Dosenbier genommen, zu überlegen. Aber vielleicht kann ich bei der nächsten. Also, es ist auf jeden Fall eine feine Wahl, denke ich, in der Situation, weil es wirklich. Ist billig, aber Genau. Ich schmeckt in Ordnung. bin sogar noch weitergegangen und jetzt sag nicht gleich, sondern hör mir erst meine super tolle Argumentation an. Und zwar habe ich hier das Turmbräu Premium Pilz aufgeschrieben. Das Premium in dem Namen ist eine glatte Lüge. Also ich glaube, es ist wirklich vom Geschmack her eines der räudigsten Biere, die ich hier getrunken habe. Das ist nix gut. Genau, Dafür ist das deswegen. billig. Genau, es ist absolut billig. Und nach so einem Turnier hat man ja meistens schon eine gewisse Belastung auf dem Geldbeutel, die man jetzt nicht Und viel unbedingt, nicht getrunken wahrscheinlich. ja, die man nicht unbedingt jetzt noch vergrößern muss. Deswegen sage ich mal, ja, das ist okay. Und man fühlt sich auch absolut mies und dann passt auch einfach ein absolut mieses Bier dazu. Ja, für um den Und Tag gut zu beenden, so wie er den genau. ganzen Tag war. Genau. Wenn man kein Bier trinken möchte, finde ich da auch immer gut den Klöck aus der Flasche. Ja, kalt natürlich. Ja. Wie willst du den direkt nach dem Brühlis aufwärmen? Du kannst den während des Brühlises unter dein Hemd stecken. Aber heißt das, dass du darauf planst, dass du verlierst, damit der Klöck dann gut passt? Stimmt, das wäre ja nicht gut für die Moral. Hm. Ja, aber dann sind wir ja in ähnlichen Gefilden mit der Wahl. Bevor wir zum nächsten kommen, müssen wir dann noch eine schnelle Zwischenkategorie einfügen. Nach einem gewonnenen Pülis. Oh. Genau dasselbe. Ja, Das ist wie diese coole Zusammenstellung mit den Screenshots aus dem Herr der Ringe. Wenn man alle ja, Samen hat und egal ob man gewinnt oder ja, nicht gewinnt, oder in dem Fall der doch gewinnt, egal ob man Erfolg hat oder nicht, am Ende ist die Taverne-Szene mit den Hobbits, wie die Hand stoßen. So ähnlich würde ich richtig. das beim Freebies auch handhaben. Egal ob du 5-0 oder 0-5 gegangen bist, Dosenbier und Klöck. Auch in der Bushalte. Und alle anderen, die da an der Bushalte stehen, halten dich für ein Assi. Und vor allem, der Vorteil ist, wenn du dabei 5-0er Dosenbier trinkst, hast du entweder Uh! 5-0 und dadurch, dass Ja! es 0,5 Liter sind, hast du auch die 0,5 drin. Mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Das passt perfekt. Das passt wirklich gut. Also, ja. Das wollte ich nur schnell einwerfen. Dann können wir zu der nächsten Kategorie, zum Katerbier am nächsten Morgen auf dem Festival oder wo auch Ja, da immer. habe ich auch meistens an Festivals gedacht oder böse Konzerte. Ich bin persönlich kein großer Befürworter von Katerbier. Wenn ich morgens auf dem Festival aufmache, will ich erstmal Fertigtee trinken und ab so 2, 3 kann ich dann wieder anfangen zu saufen. Das geht dann meistens. Es lässt sich umgehen, wenn du einfach bis 2, 3 schläfst. Das geht. Wenn ein Katerbier sein muss, dann würde ich da das lauwarme Turmbräu, das den die ganzen Vortage in der Sonne gelegen hat und das niemand trinken möchte, dann ist das die einzige Möglichkeit, das loszuwerden und noch sinnvoll anzuwenden. Es wird kacke schmecken, egal welches Bier du trinkst. Wenn du das beste Klosterkellerbier aller Zeiten trinkst, wird es trotzdem nicht schmecken. Das heißt, du kannst auch ein Turmbräu trinken. Und das in der Sonne liegen, wenn du schon dabei bist, warum nicht? Eben. Wenn du dich Ich habe schon hier jetzt scheiße die fühlst. lange erwarteten 5-0er Pilzdosen, und zwar die schwarzen, nicht die dummen, wo die Deutschlandfahne drauf gedrückt ist. Immer wenn Weil irgendwas kaputt geht. es hat auch, ja, oder mit Deutschland.
Aber das hat auch einen speziellen Grund, weil ich dieses Konzept von 5.0 so toll finde, Ja, die dass sie Werbung einfach keine spricht mich Werbung schon macht. an. Und Es ist das hebt dann günstiger, immer meine Werbung was Laune ein bisschen. auszudrucken. Ja, natürlich. Aber Ah ja, das ist ja. sonst würde ich es einfach nicht Blöd. kapieren, glaube ich. Man muss es direkt rausschreiben. Ja, aber Ja. das Prinzip, ob die jetzt wahr oder nicht, ist auf jeden Fall ein angenehmes. Genau, und deswegen hebt das so meine Laune, das ist so ein guter Start in den Tag. Das schmeckt auch gut zum Müsli. Aber morgens will ich gar keine schlechte Laune haben. Da will ich in meinem Pessimismus ertrinken. Weil es keine gute Laune haben. Das habe ich gesagt. Du sagst es schlechter. Aber Und ja, ich morgens verstehe, was du meinst. habe ich schlechte Laune und habe keine Absichten daran, was zu ändern. Und ich Okay, glaube nicht, dass jetzt. irgendein seltsamer Aufdruck von der Bierdose auch helfen würde. Bei mir zumindest. Ich bin ein klassischer Morgenmuffel. Oder Vormittagsmuffel. Oder Mittagsmuffel. Oder Nachmittagsmuffel. Egal wie lange ich beschließe zu schlafen. Alles klar, wow, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Kategorie. Das ging schneller als die letzte Folge. aber ist vielleicht auch ganz gut. Und zwar ist diese Kategorie beim Podcast aufnehmen. Ein Wir klassischer einigen Fall, von euch. den sich jeder oft gegenüber sieht. Genau. Jeder kennt ihn. Und wie den meisten von euch bestimmt nicht entgangen sein wird, haben wir immer eine flüssige Begleitung beim Podcast aufnehmen. In manchen Episoden hört man zu Beginn das Öffnen dieser Begleitung, was jetzt Genau. irgendwie verrucht klingt, jetzt wo ich es ausspreche. und hier muss ich jetzt einfach sagen, also es muss schon eine Bügelflasche sein. Du sagst Dann natürlich Bügelflasche auch. dazu. Ich habe mir Pömpelflasche aufgeschrieben. Pömpelflasche? Ja, Ja, ich so kenne es heißt als das. Bügelflasche. Du machst deine Kleider damit doch nicht glatt. Dadam. Ja, du machst dein Klo damit auch nicht sauber. Hä? Machst du das nicht damit? Naja, kommt drauf an, mit welchem. Na, wenn du das Bier, die Bierflasche in kochendes Wasser legst und dann über dein Hemd rollst, wird das bestimmt glatt. Das stimmt. Also, was halt einfach gut daran ist, meistens hat man davon genug für eine Folge, so in so einer 0,5er Flasche. Meine Flasche ist schon längst leer. Ja, meine auch. Moment. Aber so am Anfang, als die Folgen noch nicht so lang waren, naja, hatten wir am Anfang Deine nicht auch erste immer Folge zwei war. Flaschen? Ja, ich glaube schon. Ja. Genau. Und Die damals hatte ich reicht auch für eine keine. gewisse Zeit der Folge, will man damit sagen. Eben, eben. Da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass es umfällt. Hier ist tatsächlich mein Favorit, seit ich in Darmstadt angekommen bin, das Braustübel. Ja, das ist gut. Ist gut. Ist einfach gut. Regional hatten den Pömpel, alles gut. Genau. Kann Nicht man super nicht mehr teuer, so nicht super sagen. billig. Ja, und schmeckt Schön gut. in der Mitte. Und Ja. durchaus super. In Ordnung, das wär's dann mit dem Bier, oder? Ich denke schon, ja. Wow, Wir haben cool. alles gesagt, was man über Bier sagen kann. Das Thema ist abgeschlossen. Das heißt, es gibt Und wir keine neuen wollen Biersongs. nie wieder was davon hören. Nein, das war Spaß. Wir wollen natürlich eure Favoriten hören. Oh, Deswegen erwarten was für ein wir ein. schleimiger Übergang. Pfui. Deswegen. Nein, nein, pass auf. Deswegen erwarten wir von jedem einen 12-seitigen Aufsatz über seine Lieblingsbiersorten in der jeweiligen Situation Ich weiß nicht, ob wir mit wirklich einen Begründung. Weg haben, das zu enforcen. Guter Punkt. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn andere Leute davon inspiriert worden sind und auch Themenvorschläge haben. Wenn ihr den Aufsatz nicht schreibt, erzählen wir es eurer Mutter. Sagen ihr, was für schlimme Leute ihr seid. Wollt ihr das auf euch sitzen lassen? Denkt euch über eure Handlung nach. Schreibt den Heavy Magic Podcast Aufsatz. Wir können noch einen Rekorder unter ihr Kopfkissen legen. Schreibt den Aufsatz. Okay, langsam wird's creepy. Ja, ich denke, hier ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. So, hier eine kleine Unterbrechung, bevor wir zu dem allseits geliebten Abspann kommen, die uns erst im Nachhinein aufgefallen ist. Und zwar haben wir ab heute vor, unseren Podcast um ein weiteres Segment zu erweitern, das wir, für das es, glaube ich, noch keinen Namen gibt, oder, Diego? Designed by Metal.
Das klingt cool. Designed by Metal. Und mit dem wir euch das Outro unseres Podcasts ein bisschen versüßen möchten und unsere Kreativität zur Schau stellen möchten. Und zwar geht es bei diesem Segment darum, dass wir eigene Karten designen auf MTG Cardsmith, also einem Online-Editor für Karten, wo man selber seine Karten designen kann, Bilder hochladen und Texte und alles dazu schreiben. Ich glaube, die Leute wissen, was Design bedeutet. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass man irgendwie nur Artworks machen kann oder sowas. Das wäre ein dummer Designer. Okay. Auf jeden Fall kann man da alles machen und wir wollten das in voller Breite ausnutzen und jeweils eine eigene Karte zu dem Thema, was wir in der Episode behandelt haben, designen. Grob zum Thema manchmal wohl auch nur. Auch, so gut wie es halt geht. So eben, so gut wie es halt eben geht. Bestfalls irgendein Metal-relatedes Artwork benutzen, dass wir wenigstens einen kleinen Zusammenhang haben. Ja, genau. Und das uns dann einander vorstellen und diskutieren. Wichtig ist, wir haben sie jeweils vorher noch nicht gesehen. Genau. Um das Ganze mal. Reaktionen sind frisch und echt. Ganz so wie ich. Um das Ganze zu demonstrieren, hat der Diego eine kleine Beispielkarte designt. Okay. Hast du eine Beispielkarte? Das ist die beste Karte, die jemals designt worden war. Ja, jetzt will ich aber sagen. Oh! Das ist Yindai, the Unicorn Invader. Kostet 4 farblose Mana. Legendary Artifact Equipment. Living Weapon. Living Weapon ist eine Mechanik aus New Phyrexia und bedeutet, wenn das Equipment ins Spiel kommt, kriegst du einen 0-0er schwarzen Germ-Token und attachst das Equipment dazu. Der Flavor ist, dass die Waffe einmal lebt und sobald du sie an was anderes tust oder die Kreatur stirbt, ist ein normales Equipment. Ja, verstehe. Text. Metalheads you control get +3/+1 und have Trample. Equipped creature has indestructible and is a Metalhead in addition to its other types. Equipped 3. Das heißt, im Prinzip gibt es auch der Kreatur, die equipped ist, +1/+3. Sonst würde der 0-0-Token sofort sterben. Natürlich, natürlich. Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, dass Yindai eine Handpuppe ist. Deswegen ist es cool. Also unser Maskottchen, Handpuppen-Ding, das immer auf Festivals und Konzerte und so mitkommt und große Fans hat. Genau. In der Videobeschreibung haben wir immer seinen eigenen Instagram-Account verlinkt. Also fühlt euch frei. Der berühmter ist als dieser Podcast, was mich immer noch ziemlich salty macht. Ja, Yindai ist halt auch einfach schwer zu toppen. Das ist ein Star. Mit so viel Fame können wir nicht mithalten. Vom Flavor. Erstmal ist es selbst quasi ein lebendes Ding, deswegen Living Weapon. Mhm. Das heißt, wenn es ins Spiel kommt, braucht es nicht unbedingt eine Person, die es hält. Ja, verstehe. Es ist ein Lord-Effekt für alle Metalheads, weil es sie inspiriert und gibt den Trample wegen dem Circle Pit und einer Death of Wall und so, das fand ich sehr flavorvoll. Einer Death of Wall. Wall of Death. Oh. Der Wall ist der coole, hippe neue Name. Und jeder beschützt natürlich ihren Träger. Deswegen hat er ihn das Okay. Und verstehe. Egal wer der Träger ist, er wird automatisch, automatisch beim Metalhead, falls es noch nicht vorher war. Und kriegt dadurch auch den Bonus, weil was ist du als eine Handpuppen-Einhorn? Verstehe. Das Einzige, was, also ich denke mal, die Karte ist natürlich auch designt, um irgendwie balanced zu sein. Aber ich würde niemandem 3 Mana dafür abknüpfen. Ich habe überlegt, das irgendwie mit kostet nur 1 und jeder Spieler darf es aktivieren und dass der Gegner sie auch an seinen Kreaturen equippen kann, aber fand ich ein bisschen zu abgespaced. Zumal du dann deine Living Weapon sofort verlieren würdest, theoretisch. Das stimmt. Ne, also Equipment ist immer nur Sorcery Speed, das heißt, aber ja, sie würde keinen Zug überleben. Ja, genau, aber dadurch, dass sie auch keinen Haste hat. War mir das Design lieber. Ich wollte es insofern balanced haben. Ich war mir überlegen, 4 Mana Base ist es ja ein 3-1er Inflexible Trample. Und ich denke, für 4 Mana ist das nicht overpowered. Nein, ich denke auch nicht. Und Metalhead ist kein echter Kreaturentyp und ich habe mir das so vorgestellt, wenn diese Karte gedruckt werden würde, dass das so ein in einem Set eingeführter Kreaturentyp wie zum Beispiel Pirate ist aus Ixalan. Ja. Mhm. Weil die hauptsächlich aus Ixalan kommen. Weil wenn du das so einen starken Lord-Effekt einem etablierten Tribe gibst, wie Goblins, Elves, Humans, wäre das total busted. Ja, das heißt, dadurch, dass der Bonus so stark ist, braucht man einen Tribe, der ziemlich unterrepräsentiert ist.
Wie zum Beispiel Metalheads and Magic. Mehr Metalheads and Magic. Und ich glaube, das Gameplay wäre ganz cool, weil es nicht auf Equipments häufig vorkommt, dass sie Effekte haben, die nicht nur die equipped Kreatur betreffen. Du kannst eine bestimmte Kreatur mit diesem Equipment besser machen, aber gleichzeitig wird dein ganzes Team, solange du nur Metalheads hast, besser. Ja, und du kannst die Ausnahme sozusagen im Prinzip, wenn du eine Kreatur hast, die kein Metalhead ist, genau, auch du kannst jemanden konvertieren. Es tut etwas, wenn du gerade nicht das Mana spenden möchtest, um zu equippen, ist der Effekt trotzdem da. Das sagt ja nicht Equip Creature has. Metalheads, bla bla bla. Sondern hat das als Static Ability dauernd. Das heißt, selbst wenn es einfach nur so rumliegt. Du hast auch den Vorteil, dass du nicht, dass du die, also klar, sie hat Indestructible, die Kreatur, aber du musst nicht mit ihr angreifen oder sie in Combat bringen, um von dem Effekt zu profitieren. Und in den meisten Fällen wirst du es natürlich wollen, einfach dadurch, weil sie Indestructible ist, aber Okay, cool. Also, ich denke, wir haben alle gesehen, wie es funktioniert an dieser wunderschönen Beispielkarte und können jetzt weitermachen mit der Karte zum heutigen Thema. Für alle, die es schon vergessen haben, in den letzten 5 Minuten, das Thema war Bier und Alkohol. Das kann euch nur passiert sein, wenn ihr zu viel Bier getrunken habt. Was ich nicht ausschließen mag. Dann gehen wir zu meiner Beispielkarte, oder? Ja, hau rein. Ich habe den Tavern Drinker designt. Siehst du? Okay, ja. Ja, ich sehe. 2 und ein rotes. Das ist eine Kreatur, Human Metalhead, 3-3. Health, Provoke. Provoke ist eine uralte Mechanik aus The Legions. Ja. Also eine sehr unbenutzte Mechanik, die in dem einen Set auch nur sehr sporadisch benutzt wurde. Du darfst die tappen, um eine andere Kreatur zum Angreifen zu zwingen oder so? Oder? Nein. Wenn deine Kreatur mit Provoke angreift, darfst du eine Kreatur des Gegners, die getappt ist, enttappen und diese Kreatur muss die angreifende Kreatur blocken, wie so viel als möglich. Aha. Das ist eine sehr seltsame Mechanik, aber ich fand das sehr passend dafür. Mhm, ja. Hat eine aktivierte Fähigkeit. Ein Mana, put a Drink Counter on Tavern Drinker. Tavern Drinker gets +1/+1 for each Drink Counter on it. Also eine seltene Art von permanentem Fire Breathing. Mhm. At the beginning of your upkeep, remove all Drink Counters from Tavern Drinker. It gets -1/-1 until end of turn for each counter removed this way. Aha. Das heißt, das ist also der Kater. Hat ein Hangover. Und wenn du es übertreibst, dann saufst du dich tot. Ich fand das sehr nett. Im Kampf wird die Kreatur stärker, desto mehr sie gesoffen hat. Und kann dadurch, weil sie auch voll ist, jemanden provozieren und zum Kampf bringen. Mhm. Aber wenn sie zu sehr säuft, wie gesagt, wie du erwähnt hast, stirbt sie am nächsten Morgen von dem Folgen. Aber auch wenn du es nur nicht übertreibst, wird sie schwächer, sodass es unwahrscheinlich ist, dass du am nächsten Morgen wieder kämpfen kannst gegen eine Kreatur mit Provoke, weil sie dann ja kleiner ist, bin ich schon. Allerdings kannst du ja die Fähigkeit trotzdem aktivieren. Noch nie was vom Katerbier gehört. Theoretisch mit. Du kannst den Hangover durch ein weiteres Bier ausgleichen. Tatsächlich. Wow, cooles Design. Die Frage ist, wäre diese Karte busted in Standard oder Limited größtenteils, denke ich. Ich denke mal, es hittet als ein 5-Mana, also es kann als ein 5-Mana für ein 5 provoke. Taste. Was im Prinzip, das kommt runter und nimmt nimmt wahrscheinlich eine andere Kreatur raus oder sowas. Die Kreatur muss getappt sein. Naja, ja. Oder swingt einfach für 5 Schaden, was. Genau. Dafür sie im nächsten Zug dann 1-1 und jemand kann sie verbolten oder schocken oder so. Aber man sollte auch nicht vernachlässigen, dass man sie ja trotzdem weiterpumpen kann. Ja, aber dann benutzt du deinen ganzen Zug immer, um sie hochzupumpen. Ab irgendeinem Zeitpunkt lohnt sich das Mana-Investment nicht. Aber im Late-Game, wenn du in einem Boardstore bist und irgendeinen Weg hast, den Trample zu geben oder sowas, okay, das ist jetzt Magical Christmas Land, aber dann kann das Teil ja auch theoretisch 8 Schaden machen, ne? Ja, aber Fire Freezing ist keine overpowered Fähigkeit. Nein, das ist nicht. Und wenn du jemanden one-shotten willst, ist der Toughness egal. Und egal, wie viel Mana du offen hast, wenn du sie einmal über 3 gepumpt hast, also 3 Trinkcounter drauf sind, kannst du sie nicht retten. Weil wenn du in Response zum Trigger aktivierst, also wenn du in Response mit dem Upkeep-Trigger auf dem Stack wieder neue Trinkcounter drauflegst, werden die mit dem Trigger entfernt, das lohnt sich nicht. Dann machst du sie nur noch schlechter. Aber du kannst nicht darauf reagieren.
weil das dann ein State-Based-Action ist. Wenn sie Zero Power hat, kannst du nicht dann noch Twin-Counter draufgeben, um sie zu retten. Das heißt, sobald du einmal über 2 bist, stirbt sie. Du kannst es nicht verhindern. Also, du hast einen Enzym-Effekt oder so. Ja, also Enzym-Effekte sind so eins und eins nochmal eine Kette. Aber sie selbst kann sich nicht vor 3 oder mehr Trinkcountern retten. Das heißt, du kannst nicht super nass damit gehen. Wenn du einmal für 8 angreifen willst, stirbt sie dann. Im nächsten Zug. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr aggressive Karte. Ich glaube das nicht, dass sie super busted wäre. Sie wäre stark, deswegen habe ich sie rare gemacht. Ja. Besonders limited wäre es auf jeden Fall eine Bomb, aber ich glaube weder eine unbeatable Bomb oder super unfair. Ich denke vor allem, sie kann ja relativ zuverlässig immer als 4-4er angreifen oder auch blocken. Mhm. Ja, also 4-4er für 3, für 4. Ja, für 4. Für 4 und du musst jede Runde die Kosten natürlich bezahlen, um sie wieder auf 4 hochzubringen. Das kannst du aber nur 2 Runden nicht machen. Du bezahlst die erste Runde, schon 4 spielst du sie, machst du zum 4-4er-Kreis an. Wenn du wieder dran bist, wird sie zum 2-2er, weil du einen Twin-Counter entfernst. Wenn du sie dann zum 4-4er machen willst, musst du 2 Twins bezahlen. Mhm. Ja, verstehe. Und beim dritten Mal würde sie dann sterben, weil du dann 3 bezahlen musst, um sie auf 4-4 zu bringen. Das ist nicht infinite. Ja, alles klar. Ja. Ich denke, das ist echt gebalanced. Ich denke auch, ja. Mir gefällt übrigens das Set-Symbol, was du hast. Ich weiß nicht, ob du das Custom irgendwie gemacht hast, oder? Nein, das bietet Cardsmith an. Okay, das passt auf jeden Fall zum Thema. Oh, eigentlich nicht seine Teetasse oder so. Naja, man kann ja auch aus einer Teetasse Bier trinken. Man kann aus vielem Bier trinken. Wie ich letztens bewiesen habe, auch aus einem Schuh. Ich dachte mir schon, als du gesagt hast, das ist vielleicht ein guter Punkt, um das zu erwähnen, um die Metal-Relation dazu herzustellen. Wer das nicht erkannt hat, das ist die Sängerin einer mittlerweile gar nicht mehr so kleinen Band, namens Brothers of Metal, die so Pagan Power Metal machen, die cool sind. Und das ist ein Screenshot aus dem Musikvideo. Ja. Gut, dann mache ich mal meine Karte. Ich habe auch, einen Moment, Übertragung an, aber ich habe auch meine Inspiration aus einem Musikvideo geholt. Ich glaube, ich muss zugeben, meine Karte ist nicht ganz so in-depth designed, aber mich würde erstmal interessieren, ob du das erraten kannst, aus welchem Musikvideo. Okay, das Ding ist Wintersun, oder? Nicht Wintersun, Winddwarf. Wie heißen die denn? Windrose heißen die. Windrose. Der Name ist total komisch. Ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht sicher, ob der Name für Windrose stehen soll oder ob das Rose die Vergangenheitform von Rise ist und der Name sozusagen übersetzt bedeutet, der Wind hat sich erhoben. Ich tippe auf Ersteres. Ja, beides ist aber irgendwie komisch. Naja, gut. Witzigerweise war, als ich mir die Karte überlegt habe, mein erster Designschritt hieß Tavern Dwarf. Und ich wollte auch dieses Musikvideo benutzen, aber mag ich die Band nicht mal sonderlich. Glück gehabt, dass wir nicht zufälligerweise dieselbe Idee hatten. Es war auch nicht sehr leicht, muss ich sagen, einen guten Screenshot zu finden. Das ist so der beste, den ich gefunden habe. Und es gibt. Ich hatte mir bessere vorgestellt, als ich die Idee hatte. Also dann verrat uns doch mal, was sie tut. Genau, also erstmal, das ist natürlich eine Hommage an die Dwarven Vigilantes, die ich bestimmt auch schon in dieser Folge mal erwähnt habe. Die auch wissen, was mit Alkohol zu tun haben. Es ist eine rote Karte für 1 und 2, also 1 und rot-rot. Eine Creature Dwarf. Und sie hat at the beginning of your untap step, flip a coin. If you lose the flip, Drunken Dwarf doesn't untap during this untap step. Das ist der Hangover, beziehungsweise das Betrunkensein, der je nachdem wie. Es ist natürlich nicht, hat nicht so viel damit zu tun, wie viel man am Tag davor gemacht hat, aber. So, Zwerge sind ja ziemlich tough und können sowas auch mal wegstecken, aber vielleicht auch nicht, deswegen bestimmt das mehr der Zufall. Und dann hat es einen Tap-Effekt, eine aktivierte Fähigkeit für Tappen. Drunken Dwarf deals 1 damage to any target. Und dafür kommt der Flavortext ins Spiel. Und zwar ist der, if you want to run, do it faster than my, dann kommt ein Schluck auf, X. Und die Idee dahinter ist, der Songtext? Ja, das ist der Songtext. Ah. Ohne den Schluck auf natürlich.
Ich fand's lustig, weil er betrunken ist. Und das spielst du so, als würdest du Hi meinen, wie hoch. Oh, okay. Ich habe einen Moment gebraucht, ja, um ich weiß, verstehen. Ich weiß nicht, wie man auf Englisch Schluck auf. Ich glaube auch mit Hicks. Hicks. Naja, egal. Auf jeden Fall, genau, ist die Idee, dass er sich so verausgabt dabei, seine Axt zu werfen, dass er sich im nächsten Zug vielleicht nicht wieder erholt hat. Okay. Oder schon. Und? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre vielleicht ein besseres Design gewesen, dass er zwei Schaden an einem Random-Target macht oder sowas. Oder das man würde das Trinken definitiv verstärken. Vorheben. Oder man, dass der Coin-Wurf, der Coin-Flip ein Teil der aktivierten Fähigkeit ist und dass sie nur in 50% aller Fälle trifft. Das heißt, tap, flip a coin, if you won the ja, flip, drunken genau. Four deals 2 damage to any target. Ja, ich denke, das wär vom Flavor her besser. Ich glaube, ich finde das mit dem to any target, choosing at random besser. Besonders wenn es 2 Damage ist, dann könnte er sich nämlich selbst killen. Wenn er betrunken versucht, seine Axt zu werfen und sich aus Versehen selbst killt. Das wäre cool. Das wäre lustig. Aber wenn wir jetzt mal, also ich habe die Karte, ich habe auch das Set-Symbol so ausgesucht, weil ich dachte irgendwie so ein Hammer passt zu den Zwergen, ne? Mhm. Und ich habe sie auf Ankommen gelassen, weil ich nicht denke, dass es eine besonders starke Karte ist. Oh, die ist okay. Nicht super busted. Ja, aber auch keine, von denen du so unbedingt so viele willst, weil sie halt doch sehr unzuverlässig ist. Ja, Ankommen ist, denke ich, rechtfertigt, wenn man an Limited denkt. Sie ist, dass es mit dem 15% der Zeit enttappt ist, das kann dir halt echt ins Bein schießen. Eben. Oder werfen. Um in der Karte zu bleiben. Stell dir bitte vor, dass ich gerade meine Augen verdrehe. Okay. Ja, ansonsten, das ist ein nett zu sein. Ich bin ein großer Fan von Pingern, wie man den Tap-Effekt nennt. Ja. Ja, viel mehr bleibt da noch nicht zu sagen. Damit dürfte jeder sich ungefähr vorstellen können, was einem bei diesem Segment in Zukunft erwartet. Freue ich darauf. Wenn ihr selbst coole Kartendesigns habt, könnt ihr uns auch zumailen oder so. Oh ja, wir könnten über Fan-Kartendesigns reden, das wäre cool. Wenn dann Patreon-Karten. Patreon-Karten, natürlich. So macht man es heutzutage. Nein, jeder ist herzlich dazu eingeladen. Links auf YouTube irgendwo ist der die Mail-Adresse des Podcasts zu sehen. Ich glaube unter Account oder so. Die Leute, die auf YouTube unterwegs sind, werden es finden. So viel Zuvertrauen. Zuversicht. Wie auch immer. Ich denke, damit sind wir hier fertig und dann zurück zur Vergangenheit uns. Wir sagen noch den üblichen Quatsch, der immer am Ende kommt. Genau, YouTube-Zeugs. Themenvorschläge. Nicht, Themenvorschläge zu machen. Wie wir hiermit bewiesen haben, hören wir auf euch. Mhm. Das heißt, du stellst euch dieses amerikanische Wahlplakat mit dem Typen, der auf dich zeigt, vor. Könntest du der Typ bist. Genau. Dass der Typ lange Haare hat und fancy aussieht. Könnte es Auslöser für die nächste Folge des Weltbekannten Heavy Magic Podcasts sein. Dum-dum-dum. Aber nicht. Naja, für die nächste Folge kann es sein. Genau. Denn da haben wir ein ziemlich cooles Thema, wie ich finde. Wir reden über die Top 9 des Power Metals und die Power 9 im Magic. Und über Power Metal Bands mit Lyrics oder allgemeinen Themen über Magic. Was sehr interessant ist. Genau, bis also da werdet ihr auf jeden Fall noch coole Bands kennenlernen, falls ihr sie noch nicht kennt. Und wahrscheinlich nicht, die Bands sind alle sehr klein. Vielleicht ja, ich eher bei Magic singen. Bei den Power-9-Metal-Bands. Ach so. Okay, ja. Aber, ja. In Ordnung. Dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.